So, dann sollen wir mal gucken, ob das jetzt oder nicht klappt. Ruhrtalstraße 111. Ja. Es scheint zu funktionieren, auf jeden Fall. Aber er sagt nichts. Ja, du musst da drauf tippen. Ach so, jetzt. Und dann auf Route. Starten. Und hast du jetzt mit Auto gemacht oder mit Bahn oder zu Fuß? Müsste mit Auto sein. Okay. Schwimmen habe ich eingegeben. Ja, das ist auch okay. Ja, dann. Schwimmen. Sieben Minuten. Jummi, das ist ja so, ne? Du musst dann auf einmal, du musst ein Update gewähren, weil ansonsten das Ding platzt oder so, was weiß ich. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es liegt halt die ganze Zeit nur zu Hause rum. Und zeigt nichts an. Hauptstraße, geradeaus Richtung Grüner Weg. Ja. Ruhig. Ganz ruhig. So, da hinten sitzen die Oschens. Ja, das ist leider so. Ein bisschen dumm, aber... Also, Update ist da, alles ist umgestellt. Ich habe keine Ahnung, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Müssen wir einfach mal schauen. Also, hast du? Okay. Ich? Hab ich Tonspur? Nee. Ist die Richtung, ne? Mhm. So, ihr habt natürlich jetzt das Beste verpasst, ne? Von, Dings, genauso wie wir es wollten. Wir wollten euch das Beste vorenthalten. Ja. So. Also, das... Wie bitte? Im Streckenverlauf 4 Kilometer. Aber danke, dass du es nochmal. Das riecht auf jeden Fall cool, dieses Strawberry-Dings. Aber als du gerade gesagt hast, von wegen, dadurch, dass du das halt ständig in der Hand hast, ne? Guck mal, ich habe keine Zigaretten mit und ich rauche gar nicht und ich denke gar nicht dran. Wahrscheinlich so schräg da hoch, oder? Ja, die Mädels platt machen da. Wo wart, seid ihr unterwegs? Die Antwort ist... Kettwig. So sieht's aus. Jetzt wird abgefragt, ob der Beruf Besucher was gelernt hat. Ja, ihr habt den Schluss jetzt leider verpasst, weil mein Handy nichts mehr gemacht hat ohne Update. Und das Update hat viel zu lange gedauert, finde ich. Stunden gedauert. Und anscheinend scheinen die Alerts jetzt wieder nicht zu funktionieren. Die Alerts haben so schön funktioniert... Und jetzt sind keine Alerts mehr da. Ich ja, das ist auch. Ja jetzt erstmal... Nee, das ist scheiße, Mann. Ja.
kriegt keine Alerts. Weg. Alerts sind weg. Spannend. Keine Alerts-Einstellung mehr da. Hä? Ich verstehe das nicht. Und fürs Protokoll, wir sind bei 5036 Schritten. Oh! Oh! Aber wenn das wirklich so schnell geht, dann müsste ich in meinem Leben schon. Mich müsste es schon gar nicht mehr geben, wie viel ich durchs Laufen abnehmen hätte müssen. Ich sag ja, nein, wenn du zu Hause telefonierst schon. Schon wieder so ein jetzt machst du ein Update, machst alles, was das Handy will, weil es sich ansonsten nicht so machen lässt, aber dafür funktionieren dann deine Apps nicht mehr. Ich hasse das so sehr. Alter Bahnhof Kettwig. Du kannst da richtig unten da entlang latschen am Wasser. Aus wollten wir das immer schon mal machen. Aber ich bin ja 7 Kilometer durch Born gelatscht. Niemals! So? Nee. Nein. Ich habe heute Morgen extra die. Ich frage mich, ob die das absichtlich machen. Man müsste das auch anders machen können. 500 Kaffee hintereinander machen. Die Maschine will kein Wasser, kein Kaffee, kein gar nichts. Schon nähert sich der Maschine und hat nur eine Tasse in der Hand. Rester voll, Wasser leer, Kaffee leer. Immer. Das funktioniert übrigens auch, wenn ich mir 500 Kaffee mache. Horschen fragt, Horschen, möchtest du einen Kaffee? Horschen sagt ja. In dem Moment, Rester voll, Wasser leer, Kaffee leer. Was willst du mir jetzt damit sagen? Dass die Kaffeemaschine dich hasst. Nicht nur die Kaffeemaschine. Das ist doch auch gar nicht weit weg vom Baldeneysee, oder? Ja, ich glaube. Können wir auch hinfahren. Egal, wie du möchtest. Na, da ist ja jetzt nichts. Die haben ja dicht. Fahr mal zu den Aposteln. Der Baldeneysee hat dicht. Nein, der Baldeneysee hat nicht dicht, aber die Restauration und wir können da ja uns nirgendwo hin. Da ist doch unten dieser Motorradtreff. Weiß ich. Wo wir auch schon mal gehalten haben. Geil, ein Angel's Place. Juhu! Endlich zu Hause! Machen das nur, um Streamer wie mich zu ärgern. Das ist korrekt. Und danke fürs Vorlesen. Gegen wen denn? Bitte, gerne doch. Also ist meine Verbindung jetzt getrennt? Weil wahrscheinlich oder wahrscheinlich, weil du die Updates noch nicht gemacht hast. Da sind deine Lieblingstiere, Pferde ohne Ende. Ganz toll. Ich habe hier Edge, könnten wir bitte mal wieder in den Land fahren? Aber kannst du mal einfach mal locker atmen oder was? Wie die Neffen, die werden auch in der Wüste, wenn das Internet nicht geht. Wir sind in Deutschland. Wir fahren noch 2 Minuten und dann müssen wir abbiegen zur Rotaldstraße. Wohin? Nach links oder nach rechts? Eigentlich nach rechts. Wieso eigentlich? Ja, weil das hier so drauf aussieht, aber ich weiß ja nicht, ob ich es auf den Kopf drehen muss. Wieso solltest du das aber? Guck mal, das ist doch ein Pfeil. Wir fahren doch in Pfeilrichtung, oder? Warum solltest du das jetzt auf den Kopf drehen müssen? Goldcheck sagt Edge-Empfang, Frau Horschens Leben am Limit. Nein, das ist noch viel schlimmer. In dem Moment merke ich, dass ich mit Menschen unterwegs bin. Nach rechts abbiegen. Nach rechts zu bleiben. Mhm. Hier rein. Bahnübergang vorübergehend gesperrt, stand hier. Ich war trotzdem halt. Okay. Nice. Oh mein Gott, wir werden nie rauskommen. Ich glaube, es hat ein paar mehr die Idee wie wir. Ja, aber es ist Donnerstag. Wie heißt das? Donnerstag?
Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Ah. Guck mal, Donnerstag. Geht zweifach Basketball. Hinein. Es gibt auch schon warme Küche. Jetzt mal fragen, ob die Milchreiseis haben, sonst fahren wir direkt wieder. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist es auch. Ja, wir gehen nur ins Hintershaus rein. Also nicht da. Wir gehen ins Hintershaus? Yes. Okay. Wir fangen mich auch noch an. Ist das die endgültige Parkposition? Yes. Elfe, ich bin Team Elfe. Das hat einen Grund, warum ich das frage, weil manchmal, wenn ich dann gerade auf dem Sprung bin, habe ich gesagt, Moment, ich muss mal korrigieren, bitte. Bin ich Hoschen oder was? Nein, aber vielleicht musst du ja auch korrigieren, bitte. Ja, gibt es denn irgendwo eine Stummtaste für manche Leute? Ich hab mich am Arsch, das will ich sagen, wenn du gerade aussteigst. Du würdest es genau dann tun? Nee. Siehst du? Ich weiß nicht, wenn du dich das letzte Mal gewaschen hast, dass er verzichtet. Gestern. Muss man das jeden Tag machen? Gestern? Hat sie gestern gesagt? Ja. Du Sau. Das ist gut. So, das sollte alles funktionieren. So, Fenster soll ich vielleicht hoch machen, ne? Das ist ein bisschen doof irgendwie. Die Walnuss. Die Walnuss. Ja, die hat ja heute nur einen Scheiß Nudeln. Wollt ihr nicht noch ein bisschen weit gehen, Kinder? Geht ihr doch einfach links runter und schaut euch das an und Horst und ich gehen was trinken. Wir gehen doch nirgends was angucken. Ich hab doch nur den Botaniker gemacht. Rind. Wir können uns Botaniker, Rind. Ich kenn da nicht. Hier riecht's nach Fisch. Entschuldigung, Schlauch, aber hinter dir ist kann ich noch Fisch riechen. Hier haben wir schon mal 3 Kilo Austern gegessen, ne? Oder nee, was war das? Was haben wir? Ja. Geil. Der Austern, der Gambas. Hier genau, Gambas. Ah, okay, die habe ich schon gegessen. Nee, das ist ein ganz großer Unterschied. Ganz. Und ich bin mir da nicht so sicher. Leute, Stein. Ein Kilo Gambas, das seid ihr dann alle bescheuert. Steinofenpizza, 9,90 €. Das ist nicht teuer, oder? Nein. Auf jeden Fall nicht. Spare is 17,90 €, all you can eat. Und da ein Kilo Gambas war es. Das ist auch gut fürs Streaming. Wieso? Lass uns doch da hinten einen ransetzen, dann okay. Nehmen wir niemanden auf, aus Versehen. Das ist auch eine Idee, am Rand. Ja, das haben wir letztes Mal so gemacht, haben uns da hinten einen Rand gesetzt. Nee, wir sind am Rand hier, ne? Ja, okay. Hier kann uns ja keiner.
sehen, halt sozusagen. Ja. Ne? Ja. Bringen anbieten? Kleine oder große Portion? Ein großes Mut. Ich hätte gerne klein. Ja, nee, ich frage hier die. Wieso soll ich den Kellner fragen, ob wir was essen? Entschuldigung, Herr Kellner, esse ich hier was oder was? Ich glaube, es ist nein. Sagt er dir, ja, wir haben es. Da sagen können, nein, du bist zu fett. Das wäre cool gewesen, schon wieder ein bisschen. Ne? So, ich zeige euch mal, wo wir hier sind überhaupt. So, ne? Moin, Kitte. Wir waren hier schon mal. Das ist schon ganz cool hier. Also, das ist schon ganz geil. Hier, so sieht das übrigens aus. Da sitzen wir. Jetzt kann man halt auch die Leute nicht erkennen, so richtig. Da darf man das. Und ansonsten bist du halt hier direkt am Weiher. Also für den Fall, dass ihr dachtet, Essen sei langweilig, grau und stinkt. Ne? 12 Apostel heißt das. Ich glaube nur, es fängt gleich an zu regnen. Tut mir echt leid, ich weiß nicht, warum man die Alerts wieder nicht sehen kann. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber naja, so ist es halt. 12 Apostel heißt es. Ja, also wirklich. Ne? Es gibt schon echt schöne Orte hier. Und wie gesagt, also das Essen so schön grün ist, ne? Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Da muss man halt schon wirklich, wirklich sagen, ey, cool. Ne? Schade, dass wir uns nicht hier an die Tische setzen können, aber ich glaube, da kommt keiner hin. Irgendwie. Willst du überhaupt was essen? Ma, würdest du was ausmachen, wenn du dich da hinsetzt? Weil dann kann ich nämlich, wenn ich mich da hinsetze, dann kann ich die Kamera nicht da hinstellen und daran rumfummeln, wenn was ist. Und so kann ich sie da hinstellen. Weil du dich nicht entscheiden kannst oder weil du keinen Hunger hast? Ich habe keinen Hunger. Ich brauche jetzt noch eine Toilette. Toilette ist drin. Vielleicht könnten wir uns auch einen Tisch ranziehen. Warte mal. Pizzen. Die kosten alle 99, ne? Ab 9,90 €. Man musste mal fragen, welche 9,90 € kostet, wenn man Getränke bringt. Ja, alle XXL-Pizzen oder irgendwas stand da ja. Ja, von 12 bis 16 Uhr, Steinhof, Pizza, 9,90 € stand da. Ja, aber vielleicht gibt es zum Beispiel die mit den Rumsteckstreifen nicht unbedingt für 99 oder so. Ich nehme Tomatencremesuppe, die müsste ich mir eingehen. Ich finde es immer noch geil, wie du denken musst. Ich finde das so lustig. Ich habe gerade zu Rosi auch schon gesagt, das ist für mich auch Premiere gestern schon gewesen beim Essen. Wir waren ja noch nie essen gewesen bei denen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier in so einem Restaurant managen soll, außer dass wir uns entweder was teilen. Ich bin jetzt mal so dreist und zieh mal den Tisch rein. Gleich voll Ärger, aber ich stelle ihn noch wieder zurück. Du willst wirklich gar nichts. Ich habe keinen Hunger. Madeleine begrüßt dich, Hoschen. Hallo Madeleine. Und das, was Jason sagt, da muss ich anfangen zu singen, fast schon. So. Die Leute fangen an zu singen, das ist natürlich eine Katastrophe. Natürlich nicht. Wer möchte das schon? Ne? Niemand. Ja.
ganz vorne. Seite Suppen. Ach, jetzt fließt er auf. Hier sind deine Skizzen. Aber frag erst, welche auch wirklich preiswert ist. Käsespeck gehacktes. Frisches Paprika. Das finde ich geil. Pizza Thomas ohne Zwiebeln. Pizza Thomas. Einmal Pizza Thomas ohne Zwiebeln. Ja, die haben ja alle die Namenmasse gesehen. Und vielen Dank nochmal für die Bits. Nach dem Update funktioniert das alles wieder nicht. Kojak, unser Technik-Genie, sagt, du musst die App jetzt wieder aktualisieren. Herzlichen Glückwunsch. Jumbo-Pizza. Gibt's auch. Kette Katz sagt, hallo Elfchen, Lieblingsmama. So sieht's aus. Kette Katz, hallo. Einmal den Chat für die Damen. Oder willst du deinen eigenen? Ich kann auch. Ich habe mein Handy im Auto gelassen. Also mein anderes Handy. Kurz Powernap. Nee, ich hab nie geguckt. Ist ja noch so gut? Ja, das ist gut. Es kann sein, dass es leise ist, weil wir halt auch nicht durch den Biergarten brüllen. Ich rieche den Betrug. Ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal beschweren. Kojak. Ja. Ich fürchte, das fängt gleich am Regen. Nein. Doch. Dann werden wir nass. Überwiegend sonnig. Es ist hier so angenehm, schön mit der Ruhe im Hintergrund. Das Restaurant ist sehr hübsch gemacht. Und besonders die Ruhe wird verstärkt durch die Flieger, die hier gerade drüber gehen. Ich liebe es. Ich glaube halt auch, dass jedes Wochenende da an zwei Tagen oder zwei Nächten das Ding da ausgebucht ist für Hochzeitsfeiern. Da drinnen ja, das ist immer ja, auch. Die gehen ja auch raus, wenn das Wetter gut ist. Von Topfschlagen und so. Genau. Das ist auch das Schönste bei Hochzeiten, diese Spiele, wo die Brautpaare bis zum letzten gedemütigt werden. Jetzt, eigentlich hat da gar keiner Bock drauf. Das ist null lustig. Genau wie dieses, wenn man halt den letzten Tag hat, bevor die Freiheit einen verloren, man also nicht mehr frei ist quasi. Und man muss dann mit lauter Männern durch die Gegend ziehen und Frauen mit lauter Frauen. Und ich habe ja zweimal geheiratet und genau das habe ich zweimal nicht gemacht. Richtig so. In Münster ist auch so ein Brauch, wenn du mit 30 noch nicht verheiratet bist, dann musst du die Rathaustreppe fegen. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der sie nicht fegen müsste. Weil ich immer vielleicht wird das auch mal so ein Brauch, dass so bei diesen Hochzeitsfeiern Scheidungsanwälte ihre Visitenkarten verteilen oder sowas. Macht Sinn. Direkt am. Vor allem, du musst so lange fegen, bis sie die Jungfrau freikriegt. Das ist das Allerätzendste. Jetzt überleg mal, wann du denn die Rathausklappe da fegen musst und wie viele Jungfrauen da eventuell über den Weg laufen. Und vor allem, wie lange es dauert, bis du geprüft hast, ob es wirklich eine Jungfrau ist. Ja. Aber man muss das doch prüfen, sonst könnte ja jeder vorbeikommen. Dann kommt. Gut jetzt. Dann hast du auch irgendwie Muskelkater im Mittelfinger oder so. Oh Gott, ey. Ehrlich. Komm, wir gehen. Also ich dachte immer schon, wir beide sind niveaulos, ne? Nee. Aber. Mich beruhigt das aber gerade. Wenn du denkst, das Niveau kann nicht tiefer sinken, Niveau, warst du mit mir noch nie unterwegs. Niveau sieht nur ja, aber runter. Dann mach das bitte beim Stream von Hosch. Was? Warum bin ich denn jetzt wieder? Weiß ich auch nicht. Weil mir ist das eingefallen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. In aller Form. Da stand doch alle Pizzen. Im Namen seiner Mutter kannst du nicht sagen. Nee, das ist vorbei jetzt. Das ist vorbei jetzt. Hier. Ja.
alle Pizzen 9,90 €? Ja. Ah, das ist total geil, oder? Nur wenn man die ändert, da sind die Preise normal. Ja, gut, aber ich kann einfach was weglassen, kann ich schon, oder? Okay, ich hätte gerne eine Pizza Thomas ohne Zwiebeln. Okay. Geil. 9,90 € ist wirklich cool. Ich glaube, ich bin der Einzige, der was isst, oder? Nee, ich finde eine Tomate. Tomatensuppe müssen wir haben. Ja, bitte. Sonst noch was? Ja. Ich hatte schon getrunken, aber ich hatte so einen Brand. Oh, ich auch. Guck mal, hat, hast du auch 12er Posten, der draufsteht? Das Geile ist ja, du hast eine kleine Cola allein, ne? Und ich krieg Eis. Und die Hälfte ist voll mit Eis. Voll mit Eis. Und ich hab nix. Aber hier, tu dir da was rein an Eis, ich hab den noch. Bei mir war ein Eis, also den schmeckt gerade hier schon. Alles gut, Mann. Mach dir doch Rest rein. Ist doch alles gut. Wenn du das Eis nicht möchtest, dann trink doch leer und dann kann ich das Eis rausholen. Sonst will ich dir quasi deine Cola weggeben. Aber ich weiß ja, dass du kein Eis magst. Doch, ich mag schon Eis. Bei mir nie. Bei mir trinkst du immer, handwarm mit Mittelstrahl, so ungefähr. Was in Deutschland ist immer noch nicht angekommen ist, dass man Wasser eigentlich so dahinstellen müsste. Ne? Eigentlich in fast jedem Land, in dem ich war, ist das so. Mhm. Ich fülle mir das sogar, ne? Nicht weinen. Mhm. Deutschland ist so lieb, im Chat ist ja immer ganz anders, das stimmt. Ja, Gott sei Dank. 45. Das ist der Moment, wo ich immer meine Sachen zusammenpacke und dann gehe ich. So weit ist Klo. Reicht die Elfe nicht aus. Hast du auch meine Tasche auf oder möchte ich mitnehmen? Lass mich stehen. Moment, bitte. Darauf achten. Reingehen und dann rechts dann. Wo geht man denn dann rein? Links oder rechts? Das ist aufs Klo. Das würde sie gehört. Kannst du fragen. Kriegst du schon raus, dann das. Verdauungsprobleme oder was? Nee, die muss die ganze Zeit schütteln. Ich habe auch wieder ein bisschen Eis wieder. Die Qualität deines Eises reicht der Elfe nicht aus. Das kann auch sein. Ich mag du nimmst dein nicht Eis. Jedes Eis in dein Getränk. Ich, doch, ich mag dein Eis, ja. Aber es ist kein Totenmeereis oder was. Oder selbstgepresstes Urgestein, gefilterte Super-Eis. Hier hol dir den Eiswürfel da oben raus. Nun, trink doch einfach leer. Ich kann das so schnell nicht austrinken. Mama, das ist nur mehr ein halber Schluck. Für dich vielleicht, aber ich habe eine engere Speiseröhre. Bei mir geht das nicht so schnell durch. Oder Trinkröhre. Die Trinkröhre. Ich hätte das nicht nochmal ein anderes Erlebnis, das wirklich auch mal live zu sehen. Wer kennt sie nicht, die Trinkröhre? Also, wir können auch früher in den Landschaftspark fahren, ne? Mhm. Und entweder... Machen abends kürzer. Und was? Machen abends kürzer. Ich muss, ich kann... Ja, nee, ich soll jetzt also, wenn wir bis 11 Uhr da bleiben oder so, nee. Und ich muss morgen um 8 Uhr, da habe ich keinen Bock drauf einfach. Dann lass uns das mal im Unterschied schon machen, wenn das... Aber ihr könnt ja länger bleiben, bis es dunkel ist, weil das ohne Witz, das lohnt sich. Nur ich kann so lange nicht bleiben. Ja. Dann müsst ihr nur gucken, wie ihr zurückkommt. Weil ich habe gehört, da ist eine Aversion gegen öffentliche Verkehrsmittel. Oder ein Taxi. Wir können Uber. Hm? Uber. Uber ist meistens viel billiger. Uber. 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 Kenn ich nicht. Uber. Kennst du nicht Uber? Nein. Ja, das dann sag mir doch, was ist. Ja. Nein, kein Taxi. Ja, vielleicht kann man das so nennen, doch. Ich sag mir gar nichts. Geil.
Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der kein Uber kann. Aber das macht das nicht so spannend. Es gibt bei uns die 8x8. Das ist die Taxi. Bolt, kennst du Bolt? Nein. Uber Eat auch nicht? Weil, warte mal, Bolt ist auch im Ausland, das ist, wo man einen Standort da in der App gibt, wo man dann kann Bolt kennen. Genau. Uber war noch vorher da und das ist genau das gleiche. Wann habe ich das genutzt oder gebraucht? Nochmal selber gebraucht? Ich auch noch nie, aber das ist, es ist halt viel billiger als Taxi. Viel, viel billiger. Also ich glaube, mit einem Taxi hätten wir auf Malta irgendeine Strecke 15 Euro bezahlt und mit Uber 4 Euro. Wie kommt das, dass die so viel billiger sein können? Ja, weil Taxi schon immer Abzug war. Ne? Ja, gut. Und Taxi wird noch vom Staat subventioniert, das Benzin und so. Ja, ja, und die Anfahrtskosten, ne? Das ist ja auch bei Taxiunternehmen. Ja. Also okay? Ja. Mich ärgert es übrigens sehr, dass ich hasse auch vernünftig sein müssen und so, ne? Aber ich kann da heute Abend nicht lange bleiben. Ich muss wir müssen auch, also wir sind doch nicht, ich hoffe nicht, dass ihr den Eindruck habt, dass wir so krampfhaft bespaßt werden. Nee, überhaupt nicht. Aber ich würde es mir selber gerne nochmal angucken. Da das heute Abend. Ja nicht, sondern kannst du mal. Aber ich muss noch eine Waschmaschine machen, ja. Ich muss noch packen. Ich muss ja mein Zeug nicht zusammenpacken, weil Luzern fällt ja aus, aber ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ansonsten wird Kojak sauer auf mich. Und hallo. Aber es ist doch schon okay, wenn man das überhaupt sieht, die Anlage. Ja, aber gerade weil sie gestern mir etwas erzählt hat, wäre es vielleicht ganz cool zu sehen, wie das ist. Das ist jetzt aber nicht lebenswichtig. Das ist ganz lieb, aber das ist nicht lebenswichtig. Ja, und ihr seid wir ja noch zwei Tage hier. Ihr könnt es genau, ja dann immer noch angucken. Würde ich nämlich auch sagen, wir müssen das jetzt heute Abend auch nicht machen. Wir können noch ein bisschen rumfahren. Und uns dann später bei dir noch ein bisschen hinhocken, wenn du magst, oder irgendwo anders noch einkehren und dann in aller Ruhe oder heute Abend noch was essen gehen oder wie auch immer. So, dass es für dich auch reinpasst, also dass man dann sagt, okay, um 20 Uhr spätestens ist gerade, weil Olli hat zu tun. Oder gleich vorbei, gucken wir uns an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr an morgen, übermorgen oder sowas da abends noch mal hin wollt. Dann fahren wir da einfach rum, gucken uns das an und fertig, dann kehren wir um. Genau. Ja. Dann machen wir es hier. Ja. Also ich muss noch mindestens eine Waschmaschine waschen, das dauert 2,5 Stunden plus 2,5 Stunden trocknen. Und dann kann man sich, wie wir mal da geguckt haben, im Essen vielleicht noch irgendwie mal. Wie gesagt, es soll für dich auch genauso wenig Stress sein wie für uns und Arbeit geht immer deswegen vor, du musst ja morgen noch fit sein. Dann machen wir deswegen sage ich so. Ja, ist okay. Deswegen sage ich es. Danke. Ich sage mal, vor 8 Jahren hätte ich es nicht gesagt. Und dann hätte ich so getan, als wäre es nicht schlimm. Und dann werden wir heute, aber dann hätten wir auch noch bis heute Nacht um 2 Uhr gesoffen. Ja. Und dann. Aber dann habe ich keinen Bock drauf. Das müssen wir auch nicht tun. Wir sind ja auch nicht hier, um uns zu besaufen. In der knalligen Sonne hier, ne? Party zu machen, sondern wir sind ja hier, um eine schöne Zeit zusammen zu haben. Passt auf, ihr steht in der Sonne. Ein Schmied euch an. Euch ordentlich ein. Aber das ist auch gleich vorbei, weil da sind so dunkle Wolken. Nein. Doch, aber ich glaube, die ziehen sogar vorbei. Hm. Also ihr müsst wissen, dass es sehr schön hier ist. Da hinten ist die Ruhr. Die schwimmt da relativ freundlich und nett an uns vorbei. Also sie plätschert. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Rechten sehen Sie, schwimmen die Ruhr. Über uns fliegt jemand, also in einem Flugzeug. Das ist wirklich, du kannst den ganzen Ruhrweg da unten entlang laufen, also sehr natürlich. Natürlich, ab 16 Uhr, sagt Timo, ist in Essen Regen angesagt. Dann sind wir im Moment noch echt sicher. Und danke übrigens. Im Moment noch ziemlich sicher. Jetzt steht er nicht mehr in der Sonne. Und sollte es während des Essens anfangen zu regnen, haben wir die besten Plätze, um uns vor dem Regen zu schützen, damit unser Essen nicht nass wird. Wir sind am schnellsten da und ich kann das sehr stark verteidigen. Ich kann aber auch die vielen Regenschirme, die im Auto liegen wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Und ich wette, die liegen auch morgen noch im Auto. Nein, die nehme ich nachher wieder mit. Und nächste Woche.
Und irgendwann wird meine Mutter in einem Heim erfahren, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Regenschirme sind. Und wird sich dann 4 neue kaufen, genau. Die dann im Auto liegen. Das ist nicht nötig, ich habe noch 4 oder 5 Stockschirme. Also es hängen, glaube ich, schon 2 bei mir, irgendwo da stehen die bei mir am Eingang. So, die muss ich dann mal mitnehmen. Yes. Eine schöne Tomatensuppe kommt auch mit einer Minute. Darf ich noch eine Apfelschorle bestellen? Ja. Wow. Ja. Lass es dir schmecken. Noch Salz und Pfeffer und dann bin ich glücklich. Oh, ach, sorry, das habe ich nicht gesehen. Salt and Pepper. Sorry, das habe ich nicht gesehen. Könnt ihr das sehen, was das für eine Riesenpizza ist? Die ist ja wie im... Mama, möchtest du ein Stück? Nein. Oh mein Gott, nicht. Ich wollte sagen, sie hat im Moment keinen Hunger, ne? Aber in einer Minute vielleicht. Und das kann sie ja jetzt noch nicht wissen. Nee. Hunger kommt sehr spontan. Ich liebe Dünnbrot. Ja, das ist kein Hunger. Ja. Timo wünscht dir guten Appetit. Schmeckt auch ohne blöden Kommentar. Das ist doch nicht der Kommentar von mir gewesen. Ja, ich habe das doch nur jetzt allgemein. Ich fühlte mich gerade als Lesebeauftragte. Ja. Also das ist wirklich für die Größe. Für die Größe was? Also ein genau der U90, also gute Größe. Was ist das für ein Huckel da? Oder was sind das da für Huckel? Ach, Mama, möchtest du ein Stück? Das nein, auf. Ich möchte nur wissen, was das da für Huckel sind. Blase? Wären es so cool, wenn es da ein Stück ist. Möchtest du ein Stück? Das ist ja cool. Da muss ich ja sagen, aber nein. Möchtest du ein Stück? Nein, vielen Dank, ich habe wirklich schon noch. Meine Mutter guckt jetzt so lange da drauf. Bis ich ein Stück kriege. Ja. Bis man ihr diese Blase ausgeschnitten hat, weil das ist das... Oh, kaputt. Das war's mit der Blase. Kaputt. Kaputt. Okay, welches Stück möchtest du denn? Die Hälfte. Welche? Von da nach da. Nein, ich möchte nicht jetzt. Danke. Ich den Mittelkreis bitte in 8 Ecken auf. Also du meinst da, wo das meiste Hack drauf ist. Weil das am Hack ist. Sehr gerne. Ist das Hack? Nee, das ist Hack. Davon ist natürlich nur so, das schneide ich dir jetzt aus. Bitte schön. Nein, ich möchte das doch gar nicht. Das ist so gelogen. Ich will wirklich, bitte. Nee, du isst das nicht. Das ist das schönste Stück an der ganzen Pizza. Natürlich für dich gemacht. Ja. Danke sehr. Bitte schön. Danke. So, Elfe. Nein, sie will nicht. Sie nimmt es auch nicht. Wohin? Ich möchte es nicht. Nein. Geh rum und frag, wer es will. Warum nimmt das jetzt nicht? Weil das war doch nur ein Spaß. Das ist so gelogen. Du musst ja schon beim Sprechen schlucken. So einen Hunger hast du. Nein. Du kannst es gerne haben, Mama. Ehrlich. Nein, ich will den Teller vom Osten da unten. Nein. Jetzt nimm den Teller, bevor ich hier noch in eine andere Diskussion reinkomme. Hier. Hier ist ein Teller. Gestellt. Pizza, ey. Mist. Gar kein Hackfleisch mehr auf meiner Pizza. Wo das wohl hin ist. Jetzt tut sie 2 Minuten so, als eigentlich. Und dann, naja, gut, bevor es schlecht wird. Und dann ist sie mit dem Essen fertig, bevor wir. Das ist wirklich frisch gemacht. Schön, ne? Mama, ehrlich, das ist schon okay. Ich möchte das gar nicht mit dem Essen jetzt. Mama, jetzt ist halt. Ich dachte, jetzt kommt der Hunger und füttert dich. Ach, Salz wurde da runter. Ja. Salz und Pfeffer, ja. Ja. Ich habe vorhin erst gedacht, sie Kloschüssel. Entschuldigung, ich habe das Niveau vergessen. Das sind tierisch natürlich. Vom Niveau. Du musst jetzt nicht den Trotzkopf spielen, sonst wird es auch kalt. Ich brauche den Trotzkopf nicht spielen. Ich
Wie ist es schon? Jetzt guckst du, oh, jetzt hat er es wirklich weggenommen. In 20 Sekunden. Ich meine. So muss das mit Kindern sein, ehrlich. So muss das mit Kindern sein. Was macht man denn dann mit Kindern, wenn die so drauf sind? Dann geht den Hausarrest, sperrt sie in die Ecke, aber vorher müsste man noch. Nee, ich weiß, was wir mit der Elfe machen: Internetverbot. Kein Twitch mehr. Chatverbot. 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 Den Chat nur noch in Kyrillisch. Ja. Dann sieht sie, dass da was ist, aber weiß nicht mehr was. Von innen ist es auch ganz nett, ne? Sehr schön, wir haben auch den. Möchtest du die Hälfte davon? Ist das zu viel? Ich möchte jetzt gar nicht. Bitte. Ist nämlich wirklich lecker. Ja, die haben den Trauraum oder da, was immer das da auch ist, auch ziemlich geschmückt. Den haben wir uns auch schon angeguckt, den Raum. Ja, ich weiß. Ich glaube, die können sich das ja auch nicht leisten, das nicht frisch und gut zu machen. Bitte, also auch irgendwas mit dem Ofen. Also, das geht auch für alle drei. Wenn ihr Bock habt, ich kriege das irgendwie auch. Onkel Tom grüßt alle, aber ich sage jetzt nicht von wo. Wieso hat man das Bedürfnis, jemandem zu schreiben, dass man auf dem Klo sitzt? Beim Essen. Kannst du eigentlich den Tag wirklich essen? Bei den, also, jetzt waren die Verhältnisse. Ja, rein, keine Ahnung. Ja, wie zählt es die Flüssigkeit? Das heißt, das war nicht richtig. Sättig natürlich auch, ja. Ich wundere mich nur, wie nach der Suppe noch das Apfelschorle passen soll. Aber okay, ich kann ja immerhin Flüssigkeit saufen, den Loch. Dann schieb rüber, wenn es nicht mehr geht. Aber Flüssigkeit ist doch Blase. Geht im Magen, Blase? Ja, im Magen. Im Magen. Geht ja, im Magen. Wieder sogar durch. Jetzt. Nee, sofort nicht. Und man kann schneller nach was trinken, wieder zu sich nehmen, einmal eine Situation essen. Wenn ich jetzt. Aber heißt es nicht, dass man 2 Liter mindestens trinken muss? Kannst du das denn überhaupt? Ja, das könnte ich auch normal. Danke. Ja. Jetzt muss ich das tatsächlich abgeben, weil sonst ist das auch nicht mehr schaffen, jetzt in der Zeit gewesen. Ich muss jetzt warten, dann ist das. Aber ich habe auch kein Problem, man gewöhnt sich gar nicht daran. Das ist wirklich sehr lecker. Würde ich jetzt auch nach Geschmack und so empfinden gehen, würde ich die auch machen. Kann Sinn. Ich schaffe diese Pizza auch nicht. Ich würde dir ehrlich sagen, vorher ich hätte die gepackt. Pizza. Wir haben ja bei uns gerade dieses Pizza-Ding. Ja, und wir haben Tomatensuppe. Und wir haben ja diese Tellergrößen immer da. Ja, wo ihr immer essen wollt, dann essen wir in der Italiener, wo das auf dem Tisch ist. Ja, ja, ja. Das Papier war diese Pizza da. Ja, ja, die große. Ja. Das sah auch gut aus. Das ist auch super gut. Und da gibt es aber auch Tage, da schaffe ich nur die Hälfte. Ja. Und dann gibt es Tage, da kann ich 2 von denen essen. Aber da ist der Boden im Vergleich zu der ja auch noch dünner. Noch dünner, aber ich mag das auch. Ja, okay. Ich mag das, wenn der Boden dünn ist. Ich verstehe das nicht. Ich kann da nie eine ganze essen. Also, ja, ist auch gut. Wenn ich so riesig da ankomme, dann bin ich erst schon mal leicht satt. Und dann schaffe ich manchmal nur. Das Problem ist, sowas ist ja, bist du bei der Hälfte, ist es kalt. Ja, auf jeden Fall. Du merkst richtig, dass das gut gekommen ist. Ja, das ist kein Punch. Da esse ich sowas lieber. Oder Butterpunch. Ja, sowieso gerne eine Tomatensuppe. Ja. Ich mag sowieso gerne Suppe. Ich rede jetzt nicht von Brühe.
Ich meine keine Brühe, sondern halt so. Wisst ihr was? Ich habe ja, was ich gar nicht drauf gekommen bin. Ich habe zu Hause, hatte ich mir Valviola in Münster mitgenommen. Die wollte mit Bohnen. Wer ist denn Viola? Eine Freundin von dir, oder? Nein. Ein Geschäft mit Gewürzen und so einem Gedöns. Ja. Und hier hatte ich mir so ein kleines Beutelchen mitgenommen. Toskanische Bohnensuppe. Oder sowas ähnliches. Und noch Beluga-Linsen irgendwas. Und da musst du dann nur noch Brühe dazugeben und das so ein bisschen kochen mit dem Beutel. Dann hast du die leckersten Suppen. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber sind die. Aber das ist so. Lies mal bitte den Kommentar von Jeff. Ist alles in Ordnung. Aber sowas solltest du kommen. Ist alles absolut cool. 93 Kilo. Jeff, von wie viel auf wie viel denn? Also Wahnsinn. Super, Jeff. Und das möchte ich haben. Das hier? Nein, nein. Mama, das ist doch nicht über die Rinde. Ich möchte aber die Rinde. Aber ich schaff's doch eh nicht, Mama. Aber dann möchte ich nur ein Stück von der Seite, wo das Hack nicht kommt. Mama, das war ein Scherz, mir ist scheißegal, ob der Hack drauf ist, oder? Ich möchte aber doch das Hack gar nicht. Ich doch auch nicht. Dann gib mir die Rinde da. Jeff, wann hattest du deine OP denn? Boah, ist das anstrengend. So, das war sehr lecker. 127 Kilo aktuell. Okay. Wow. Wow. Groß. Ah, dann warst du aber auch ein Kavenzmann, Alter. Schön verbeten. September. Ja. Ich war September. Bist du echt ein Kavenzmann? Aber Respekt, wow. Ehrlich. Absolut Respekt. Hautprobleme? Ja, ist jeder da. Muss man überlegen, was da rauskommt. Das Fett, was da sich auflöst oder weggeht. Ich habe das ja bei den Untersuchungen im Krankenhaus immer, da sagen die halt, du machst ja diese Tamita, diese Waage, wo der alles auslöst in deinem Körper. Du wirst da gewogen, gibst du so zwei Griff in die Hand. Dann sagt er dir genau, wie viel Wasser du im Körper hast, wie viel Fett du vom letzten Mal abgenommen hast. Und das ist Wahnsinn, wie das Körperfett weggeht. Und ja, da sitzt ja nun als erstes drunter und dann ist das irgendwie hier. Das sieht man echt bei mir auch. Da wird immer was bleiben und da muss man halt überlegen, ob man am Ende das ganze Probleme kriegt mit der Haut. Man kann das einfach abschneiden, ne? Weil ja, das mit euren Nerven und so drin und so. Und das wird operiert halt, ja. Es wird weggeschnitten, wird es am Ende. Aber die Frage ist halt, willst du damit weiterleben oder kannst du damit weiterleben? Und vor allen Dingen auch viel wichtiger ist, wenn das nur überlappt und bei so einem Wetter, wenn das kann ja wund werden und so. Genau. Da muss man halt überlegen. Und du musst, glaube ich, 2 Jahre nach der OP das durchgezogen haben, ne? Oder was ist das? 2 Jahre? Also ich sag mal so. 2 Jahre danach kannst du das beantragen. Vielleicht habt ihr doch. Das sind, also mir hat zum Beispiel ein Arzt einen Tipp gegeben, dass man jetzt schon einfach so tun soll, als wenn es nicht so doll ist, dass man jetzt schon so Probleme hat, dass es schwitzt und wund ist, dass man Fotos machen soll, dass man zum Dermatologen gehen soll, dass man sich das attestieren lassen soll von Anfang an. Will ich aber nicht gemacht. Weil ich habe keine Probleme. Also jetzt so, dass das jetzt scheuert oder so. Sicher ist auch ein bisschen wackelig, aber dass man sich das schon diagnostizieren soll, weil über die Psyche geht das nicht mehr so einfach, dass die Kasse das bezahlt und sagst, ich leide darunter oder so, da musst du dann schon wirklich ein Problem kommen. So hat der Arzt mir als Tipp gegeben. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber so hat er gesagt, sollte man es annehmen. Also das immer dokumentieren und sagen. Ich glaube, ich könnte noch drum rumkommen. Ja, ja. Wenn ich so weit bin. Ja, da bist du noch nicht. Aber ist es denn zum Beispiel so, wenn man die überschüssige Haut entfernt haben möchte, sagen dann die Kassen oder die Ärzte, muss mindestens, sag ich jetzt mal, 80 Kilo was? Abgenommen haben, bevor das genehmigt wird? Nee, ich glaube nicht. Also, weißt du, nach der OP ist das, glaube ich, da kann man das nach 2 Jahren danach, wenn man das da. Das war doch 2 Jahre vorher. Ich glaube. Ich weiß nicht genau, ich bin auch kein Arzt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall macht es Sinn, das zu dokumentieren zu lassen von anderen Ärzten, dass es dadurch halt wirklich andere Probleme gibt. Wenn du das so arm möchtest machen, kann ich nicht. Oder irgendjemand? Nee. Ich hatte wirklich keinen Appetit. Ich hatte auch mit Horschensresten gerechnet. Echt? Ja, natürlich. 2,02 Meter. Mutter ist Rand. Thank you.
Wasser leer, dann kann ich weitermachen. Aber Eis. Aber das zum Beispiel ich brauche auch nicht auch vergessen. Ich bin da realistisch, meine Mann hätte das nicht für die. Also ich weiß, dass man nicht weg war, dass die auch mal, wenn man so bestellt haben, war es so einfach so. Du hast aber ohne Pizza. Die hast du auch Bock auf Nudeln und so, dann bestellt man zwei Essen. Dann hast du die auch irgendwann über den Tag weg und sagst dir selber, habe ich es mir eingeredet, na, dann sind die Nudeln halt für den nächsten Tag. Aber es ist abends, bis nochmal Hunger, dann waren die Nudeln auch weg. Das ist einfach Kopfsache auch. Ne? Deshalb bin ich ganz froh und da ist auch, glaube ich, jeder froh, der die Möglichkeit dann hat, das auf dem Weg so machen lassen zu können. Ist dir diese Möglichkeit ganz einfach genommen, da gibt es ja keine Alternative. Das wird Jeff wahrscheinlich bestätigen können. So, ne? Dass das erheblich einfacher macht und vor allem auch das im Hinterkopf, dass du eigentlich nichts falsch machen kannst, wenn du dich an alles hältst und abnimmst. Dass du nicht die Sorge hast, Mensch, nehme ich wieder zu oder was? Nee, es geht einfach nicht, wenn du dich dran hältst. Aber 2,2 Meter. In welchem Zeitraum? April 2020. Letztes Jahr, April, hat er die Idee gehabt. Bis jetzt. Das ist schon krass. Das ist natürlich wie lange hast du? Wie lange ist bei dir jetzt her? September. Wow. Da kann man mal sehen, wenn man sich dran hält, was das bringt. Wahnsinn. Man ist ja gezwungen, sich dran zu halten. Nee, wie bei der Freundin von meiner Mama. Nee, du musst dich ja gar nicht. Nee, die hat das, ich sag jetzt mal vielleicht ein paar, zwei, drei, vier, fünf, also ein bisschen untertrieben. Die hat schon einen kleinen Moment ausgehalten. Aber dann waren die zum Beispiel. Auch in der Gaststätte, da gab es als Mittagsangebot All You Can Eat Reibeplätzchen. Ne? So, und da waren die da und die hat ununterbrochen diese Reibeplätzchen anscheinend gegessen. Also da war das nicht wie bei dir, dass sie dann nach zwei, drei Stücken mal gesagt hätte, Schluss, die hat da ein Ding nach dem anderen in sich hineingeschaufelt. Und das ist mir dann. Das ist ja das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Du kannst das so mit normalen Mitteln nicht übersteigen. Das zieht ganz schön anscheinend. Nee, ich ziehe manchmal falsch. Zieht Nebenluft. Willst du gleich bezahlen? Können wir bezahlen, bitte? Ja, ich bin gleich da. Alles klar. Ja, danke. Und das ist dann einfach... Das stecken, das bezahlen wir heute. Ach komm. Ach, was heißt, ach komm, ich schmeiß gleich deinen Beutel weg, wenn ihr weiter zahlt. Dann muss ich doch aufessen. Nee, warum das? Ja, weil, ne? Machen Sie es zusammen, bitte. Ja. 42,30 €. Übrigens, total lecker. Danke. Wirklich. Nur, es war einfach zu viel. Wir wollten eigentlich nur kurz stoppen. Ist gut, ja, auch stimmt. Das wollte ich wirklich. Zwei Noten. Nur, dass du es weißt, wirklich super lecker. Die Tomaten gefallen mir auch sehr. Machen Sie 45, bitte. Danke. Wir versuchen, allen möglichen Leuten zu zeigen, wie cool das hier ist. Und keine Sorge, wir nehmen nur uns auf. Ne? Also, aber. Für mich ist das gar kein Problem. Ja, manche Gäste haben sowas. Ich werde immer fotografiert, Leute, weil ich ein Hochzeitsgeschäft leite. Ah, okay. Bin ich bei jedem Brautpaar. Seid ihr jedes Wochenende ausgebucht? Ja. Ja, nicht. Eineinhalb Jahren auf jeden Fall. Also Dankeschön. Ja, danke. Und danke fürs Einladen. Der ist halt nur, der arbeitet halt. Ja, genau. Der also, ich brauche noch einen Moment. Wenn du, ja. Alles gut. Wenn du in der Gaststube arbeitest, siehst du, wer arbeitet, wer keinen Bock hat und wer Bock hat. Und der arbeitet halt. Der hat sich halt, das hast du vorhin ja schon gesehen, der hat auch da den Leuten Bescheid gesagt. Und so. Aber überleg dir das mal, du bist für anderthalb Jahre lang ausgebucht. Ja. Wie, geil ist gut. Wie geil du planen kannst in der Gastro. Das ist so gut und so wichtig. Boah. Also, finde ich geil. Das hat einen geplüppten ins Auge. Ach so. Das ist ja halt auch eine Hochzeit, ist ja jetzt auch nicht einfach, da kommen drei Leute und essen eine Bratwurst. Das müssen ja nicht nur Hochzeiten sein, das kann ja auch Geburtstage sein, ja. Alles oder so. Aber generell, dass du damit planen kannst, dass du in den nächsten anderthalb Jahren jedes Wochenende das Geld rein. Was, wie geil das ist für die Angestellten nach diesem Corona-Kack und sowas, ne? Das ist so und gut. Und das ist ja nicht nur eine Gesellschaft, da kommen ja dann wahrscheinlich von dem Platz her, würde ich sagen. Kann auch mal zwei Sachen sein. Zwei. Hast du noch die Laufkundschaft? Er hat ja auch gesagt, dass er verantwortlich ist für die Hochzeit. Und die haben ja, da wo sie rausgegangen sind, da ist ja nochmal so ein Raum, wo die auch, wie so ein kleiner Anbau, wo die auch draußen waren. Kannst du dich erinnern, wenn wir mal hier waren? Ja. Da haben die ja auch draußen da noch. Und ich
wenn du möglich möchtest, kannst du wahrscheinlich auch hier ein Zelt aufstellen. Oder so. Wir waren da sogar hier als Sammler. Ja, ja. Ich war mal mit der Familie, dann sind wir versehentlich in den Raum da reingegangen. Möchtest du noch jemanden schlucken? Kann noch jemand was abmachen? Aber ganz kurz auch Knochen. Danke. Also irgendwann schaffst du sogar ich es mal nicht mehr. Kannst du auch austrinken? Nee, ich kann nicht mehr, wenn du möchtest, gerne. Weil ich muss, das ist ganz kurios bei mir. Ich habe manchmal vergesse ich das Trinken so, dass ich dann abends aussehe wie so eine Dattelbaum. Ich sehe total trocken aus, obwohl ich wirklich viel trinke. Ich saufe gar nicht wie ein Loch. Wasser. Ich trinke am Tag mit Sicherheit 3-4 Liter Flüssigkeit. Ja. Zu Hause mache ich ja fast nur noch Leitungswasser. Ich trinke immer nur Leitungswasser. Ja. Ich habe die Kisten, die stehen nur für Gäste da. Also ich brauche auch eigentlich so ein Wasser nicht. Nee, Leitungswasser. Nur wenn die Gäste aus anderen Ländern kommen, da merkst du irgendwann, die trinken gar nicht so gerne. Nur Deutschland trinkt eigentlich gerne normales Mineralwasser. Die normalen Länder, die kaufen sich halt stille Quelle irgendwie. Ich trinke nur noch Erdbeertee und Erdbeermelonentee. Und weißt du, wie ich damit angefixt habe? Du brauchst nur noch Erdbeertee. Nee, wir haben auch Erdbeertee. Und weißt du, wie ich damit angefixt habe? Den Käsefuß. Der trinkt den jetzt auch, der ja. Der trinkt jetzt auch Erdbeermelonentee. Diese Cold Teas, die sind richtig lecker. Wir haben ja zu Hause, als vor der OP, haben wir viel Wasser im Sodastream gemacht da, oder halt dann alles aufgesprudelt und dann hatten wir eine Zeit lang Sirups drin aus natürlichen Früchten und so. Aber dadurch, dass die Kohlensäure nicht mehr gebraucht wird, Leitungswasser, ich bin ja eh nicht so auf Kohlensäure. Aber ich kann sehr wieder trinken, aber wie gesagt, ich trinke wieder still. Felix hat ja künftigen Ausgang, ne? Und der kann auch keine Kohlensäure Sachen. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Was soll denn passieren? Bekömmlichkeit. Ja gut, das ist klar. Das Lädt vielleicht? Vielleicht entwickeln sich dadurch vermehrt Gase. Weil ja. Liegt es daran, dass der Magen zu klein ist, sondern wenn zu brodeln. Und wenn das brodelt, kann ich mir das vorstellen, dass es das auch in gewissem Sinne ja, halt auch weiter wandert. Was denn sagen hier sowieso? Das sagen immer viele Leute viel, dass jeder stille Wasser oder ohne Sprudel viel körperlich natürlicher das aufnehmen kann. Wir haben so gutes Wasser, aber bei uns ist ja auch null Kalk oder irgendwas. Ich hatte 5 Jahre im Wasserkocher, da war nicht ein Kalk drin. Grundwasser. So, wollen wir es versuchen, trocken zum Auto zu kommen? Wir warten, bis es anfängt zu regnen, rennen dann. Alles klar, okay, du kannst aber alleine rennen, du kannst dich dann bitte nass ins Auto gehen. Ich überlege, ob ich nochmal eben hier zur Toilette gehe. Mach das. Aber ihr könnt ja schon, ihr könnt ja da hinten mal zum Wasser gehen ab. Mit Olli. Ja. Kommt die Elfe raus und wir sind einfach. Findest du das gut? Nein. Siehste? Stinkt langweilig, wäre das auch. Richtig. Krass. Wenn wir ohne dich fahren würden. Er hat kurzzeitig überlegt, dich auszusetzen. Ja. Toll, oder? Da habe ich keine Probleme mit, ich komme nach Hause. Hier kriegst du was zu essen, was zu trinken. Ich werde sagen, man lässt hier eine alte Frau verhungern. Nee, das nicht, du hast ja noch Kinder. Ganz schön Flugverkehr. Ja, wir sind halt ziemlich, wir sind halt ein Düsseldorfer Flughafen und so, ne? Das ist halt normal. Aber auch das, also ich bezweifle, dass ihr gerade noch richtig bewusst gehört habt, wann ein Flugzeug hier am Start ist und nicht. Das vergisst man total schnell. Ich könnte dir jetzt natürlich den kompletten Flugplan aufsagen. Selbstverständlich. Natürlich nicht. Selbstverständlich. Also solltet ihr mal, ne, vor allen Dingen jetzt noch in der Zeit, wo gutes Wetter ist und es Sommer ist und so, ne, dann tut euch einen Gefallen, kommt hierher, das lohnt sich. Und hier haben wir die Event-Dinger, ne. Jeden Montag. Pizza oder Pasta-Gericht, also das mit der Steinofen-Pizza ist schon geil. Schnitzelabend finde ich auch geil. Das mit den Gambas haben wir schon gemacht. Das ist super geil. Das ist eine Riesenschweinerei, aber voll geil. Alarm! Alarm im Darm. Da hinten ist übrigens, da kann man feiern. Ne? Da ist so ein Raum drin. Ne? Dann da hinten ist noch ein größerer Raum.
Da wart ihr doch schon, richtig. Aber das ist ja also A, auch schon einen halben Meter her, ne? Und mit den Hoschens waren wir da noch nicht. Ich finde es immer wieder krass, wenn so Elektroautos losfahren und du hörst halt einfach nichts, ne? Aber wie man halt einfach nichts hört bei den Elektroautos, ne? Schön. Ja, schön. Ja, würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen. Ich kann ja euch nochmal zeigen, wenn wir da hinten gucken können. Da ist das Außending, wo die feiern. Das ist das ausgebaute Teil. Und davor. Ist auf, ne? Also wenn ihr euch setzen wollt. Ich glaube, wir machen das so. Das klingt so gut, Olli. Was? Wie wir es jetzt gesagt haben, dass wir da nur noch hinfahren und wir brauchen da keine Spektakel machen heute. Nee. Ich kann euch aber sagen, das lohnt sich. Ne? Ja, das ist richtig. Also das sieht richtig geil aus. Nee, komm her. Hundeklau, live on cam. So, wie heißt der Puff, wo wir hinfahren? Landpark Dings? Landschaftspark Duisburg. Landschaftspark Duisburg. La Route. Eine Stunde fahren wir dahin. What? Was? Bitte nicht. Das ist lange. Dann lass uns Richtung zu dir fahren und wir trinken noch Kaffee oder sowas. Weil wir halt am anderen Ende von Essen sind, deswegen dauert es so lange. Wie gesagt, wir danken euch jetzt schon für das umfangreiche Programm auf jeden Fall. Was also bitte keine Stunde Autofahrt. Will er nicht. Okay. Ich sage euch, ihr verpasst was. Ich weiß, aber ich kann hier keine Stunde sitzen, es tut mir leid. Dann setz dich doch nach vorne. Willst du nach vorne? Nee, das bringt nichts. Nee, bringt nichts. Okay. Ah, okay. Ja. Wir können ja in Werden vorbeifahren, einmal durch Werden und dann zu dir fertig. Das dann können ist wir das machen. Halt nichts, ja. Dann machen wir einen DVD-Abend. Ja, aber da sitzen wir doch auch beim DVD. Das war doch ein Spaß. Das ist was ganz anderes. Ich kann da zwischendurch aufstehen, ich kann rumlaufen. Was wir auch machen können. Wir können auch Richtung zu dir fahren und wir gehen mal einmal Richtung Kennedyplatz noch. Da wart ihr ja auch nicht. Also, dass man das mal so macht. Ich glaube, Richtung Kennedyplatz war auch eine Volksbank. Ich wollte noch zu einem Geldautomaten. Sowas würde ich auch sagen. Ein Bordell in Essen ist die, was Essen hat. 3-5-Sterne-Bewertung. Danke, Saatkartoffel. Das ist nett. Das ist eine tolle Auskunft. Ja, ich möchte unbedingt heute Abend ins Bordell. Ich auch. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wir gehen alle. Hey, Saatkartoffel, ich schreib dir nachher nochmal. Wie es war? Ja, wo es genau ist. Sven Rakete hier, Joschile, das klappt. Du hast doch gefragt, wie der Puff heißt. Ja, ich meine doch den Landschaftspuff. Den Landschaftspuff, ja. Auch da
das war jetzt wieder eine sehr schöne Ecke. Also ihr kennt ja schon coole Ecken. Ja, ihr kennt schon richtig coole Ecken. War schon, wie ihr sagtet, hier gibt es so kulturell einiges. Es gibt einiges, vieles Grünes, so grüne Ecken, wo man sich austoben kann. Und du kommst hier auch. Man gar nicht, ne? Ja, ja. Man hört so hier im Pott eine Stadt, hier Industrie und hier und da. Und das ist und so ein schöner. Guck mal, wenn du so links und rechts rumguckst, sieht ja. Also es ist so, dass du auch hier überall, da wo wir jetzt waren, kommst du auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Mhm. Hier hält gleich da vorne ein Bus. Sehr, sehr angenehm, also wirklich, wirklich schön. Wupp, 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 wupp. Das wäre doch jetzt cool, oder? Ey, mach das nicht so. Panik. Ja, so, dann steigen wir halt aus und ärgern uns. Dann, ne, wenn das Auto auf den Gleisen stehen bleiben würde, halt. Würde ich gar nicht so schnell rauskommen. Aber irgendwann Schwund ist immer. Wieso würdest du nicht schnell rauskommen? Tür auf. Vor lauter Schock. Schockstarre nennt man das. Abo ohne Alert. Ja, und zwar ein sehr, sehr hochwertiges Abo. Und zwar Idesan 84 ist im 22. Monat. Warte. Zur Erklärung. Das Handy hat sich geupdatet und jetzt funktionieren die Alerts wieder nicht. Obwohl wir heute Morgen extra dafür gesorgt haben, dass sie funktionieren. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Warte. Die Chatbeauftragten achten aber. Einmal für dich Alert. War das die Schnellversion jetzt oder was? Klingt im Auto erheblich trauriger. Finde ich auch. Finde ich auch. Und bitte kein Dankeschön jetzt. Das kommt von unten. Ich glaube, das sind die Autovibrationen, die das Ganze so ein bisschen. Ich meine, ich habe ein bisschen Star Wars Anfangsmelodie rausgehört. Wir zeigen euch jetzt Verden. Da werdet ihr auch denken, wie zum Fick kann das Essen sein? Ja. Ehrlich. Das war nur für dich. Wollt ihr sagen, du musst hübsche Oberschenkel waschen? Wie komme ich auf die Idee, in einen Chat zu schreiben, du hast hübsche Oberschenkel waschen? Weil sie hübsch sind. Ja, aber dann schreib ich dir doch privat. Na, oder haben wir noch Zeit? Jurassic Park. Das Ende des ersten Lieds. Ich kenne das nicht, weiß ich auch nicht. Leute, ihre Fetische. Oberschenkelfetisch. Da werden wir sicher überrascht sein. Hallo. Daria, hallo. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Wayne's World. Thunderbolts of Lightning, very. Wie bitte? Fahr weiter, ignoriere es bitte. Damit euch kennengelernt zu haben. Weißt du, wenn es wieder der dritte Mann von Vans World ist? Weißt du, wer das ist? Moose Flip. Ich werde jetzt live von ihm nicht glauben. Ich lasse den Auto fliegen oder fühle mich angebrüllt. War nett, euch kennengelernt zu haben, Chef. Was ist, warum? Eher Knie und Wade, Kettkat. Jetzt werden sämtliche Fetische hier zu kundgetan. Ich komme. Ja, bleib unten. Rosi, guck das mal, ist sie wirklich unten. Meinst du, der tut mir was? Ja. 22 Monate schon, Edison. Also danke, Edison. Die bekannteste Szene von Wayne's World ist folgende. Extensive collection of name tags and hair nets. Yeah. Let me go. 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 Let
do Wayne's World for a living. Wir müssen jetzt gucken. It might happen. Sure, and monkeys might fly out of my butt. Ah, the Mirthmobile. Also wir gucken doch jetzt hier nicht in vier Minuten. Film. Nein. Ich guck jetzt 2,5 Stunden an der rechten Straßenseite den Film. Nein. Kennst du die Jungs nicht von Wayne's World? Bohemian Rhapsody, Gentlemen. Good call. Ich glaub, ich bin sogar. I see a little silhouette of a man. Naja, musst du dir angucken. Du musst Wayne's World sehen, sonst hast du die Welt verpennt. Ich glaube, das kenne ich. Da sind so drei so bekloppte Jungs, oder? Du meinst so, wie ich es dir gerade gezeigt habe? Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Andrea kennt eben nur Netflix. Auf Russisch kein Fernsehen. Netflix. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man keinen Fernsehen guckt. Da muss man doch Wayne's World kennen. Also es gibt... Ich nicht so gerne Filme und wenn, dann vergesse ich sie wieder. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch entsetzt, wirklich. Nein, ich kann einfach so lange auch nie... Ich finde, das ist immer so lange und du sitzt da so... Mach doch Pause. Du musst da so aufdringlich in den Sesseln hocken, im Kino und was weiß ich. Cyberangriff, hallo. Die Maschine. Ja, ist auch. Wir waren in zwei wirklich schönen Ecken von Essen. Genau. So geht es mir immer bei Olli. Yoshi, was geht dir immer so? Daria, raus! Das Schöne ist ja, ihr könnt euch ja jetzt alle den Film angucken. Mit Frau Hoschen zusammen. Das ist halt Essen, ne? Pass auf jetzt. Guckt euch das an. Geil, oder? Guck mal hier auch, ne? Willkommen in Essen Nord. Nein. Nein. Willkommen in Werden. War, glaube ich, auch mal eine eigene Stadt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier drehen, damit ihr das vernünftig sehen könnt irgendwie. Aber erstmal stellen wir uns hier so hin. Stimmt, ich erinnere mich, ihr wart hier schon mal und da habt ihr nämlich auch die Seitengassen gezeigt. Geil, oder? Ja, aber der ist mir da drin gekauft. Stellt sich auf den Sterbe in den Anfangplatz. Auch schön, hm? Ja, sehr schön. Ja, wirklich cool. Schön. Alter, das ist schon abgefahren. Ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, ich mach mal so. Olli, ich schau dich immer gerne und vergesse es gleich. Alzheimer kickt rein bei dir, oder was? Verstehe ich. Verstehe ich. Auch für die Leute, hier. Die hier noch nicht das mit uns gesehen haben, drehen wir uns jetzt einmal kurz. Und so sieht das hier aus. Und so kann man hier auch einen schönen Gang machen. Und man kann hier einen schönen Gang machen. Was ist das denn? Ja, einen Gang, einen Rundgang. Ach so. Nicht einen Stuhlgang, einen Rundgang. Hey Thomas, ja, kommst du mit mir einen Gang machen? Wie das halt man auch so sagt in der normalen Sprache. Ja, ich sag das so. Ach so. Hey Max, grüß dich. Der Junge ist auch da. Grüß dich. Ja, wir sind in Essen. In der Straße wohnst du? Und warum bist du da nicht runtergekommen? Weil wir schon weg sind. Die haben ja hier auch immer so monumentale Bauten. Ich wohne nicht dort. Yoshi, wer ist das denn, der da
Wohnen kann man machen, ja. Ich kann den Namen nicht lesen, wer da. Das ist der, der weiß, wo Manuel Neuer wird. Zone 30. Briefklopfer, dann komm doch ein, warum bist du nicht runtergekommen? Oder? Briefklopfer? Wer ist denn der Briefklopfer? Briefrocker! Briefklopfer. Der Briefklopfer. Ist so geil. Elfe hat echt, also... Nee, Elfe muss einfach mal so den Nickname-Beauftragten machen und die neuen Namen verteilen. Ideen für neue Namen. Ja, Kiefrocker ist jetzt vorbei, ne? Du musst dich jetzt umbenennen in Briefklopfer. Ein Briefklopfer ist der Freund von Sonso Anarchie. Genau. Der von Elfe aus... Sonso Fanarchie. Der von Elfe ausgewählte Name ist ab sofort zu verwenden. Ja. Das steht im elfischen Gesetz, Paragraph 1. Und Kagaya, die seit Jahren schon Kaguya heißt. Ich weiß es nicht. Es sieht aus wie ein Fahrradweg. Es sieht nicht so aus wie ein Fahrradweg, es ist auch einer, aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Ja. Schön. Schön, kannst du jetzt wieder noch so. Ja, ist okay, Mutter. Das hast du sehr freundlich gesagt. Oh Briefklopfer, nett, dass du auch Briefklopfer. Oh, lieber Briefklopfer. Jetzt kann ich das auch lesen. Das Geile ist, in so zwei Wochen. Briefklopfer, wieso hast du dich umbenannt? Warum heißt du Kiefrocker? Wieso heißt du denn jetzt Kiefrocker? Cringe wäre es, wenn es wirklich mal einer machen würde. Du kannst da hochfahren und rennen. Das heißt werden. Kannst du aufraden. Ja, das mit trotz Brille. Das ist manchmal auch der Lichteinfall oder wenn das Auto so brummt. Es ist immer was anderes. Es ist immer... Wenn das Auto so brummt, ist klar, weil je lauter es wird, desto schlechter sieht Elfe. Ja, richtig. Kann ich das lesen? Fallen nur noch der Elfe nicht auch noch ins Kreuz. Und entweder ist es zu hell, wenn es hell ist oder zu dunkel, wenn es dunkel ist halt, ne? Oder es sind halt einfach Buchstaben. Ja, und die bewegen sich dann. Also jedenfalls konnte ich das nicht erkennen. Das liegt auch an der Farbe. Nickname-Mobbing. Kriegst du hier umsonst, Alter. Briefklopfer. Sei froh, dass meine Mutter dich anders getauft hat. Das ist der Ritterschlag auf Twitch. Briefklopfer. Wie kommst du auf Briefklopfer? Aber am allergeilsten weil fand ich das gelesen habe. Am allergeilsten fand ich Nordens Held. Sie kommt drauf, Südens Held, was machen wir denn jetzt? Das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Ja, kann man machen. Ich war gerade geografisch in einer anderen Region beim Namen aussprechen. Tja, man heißt halt so, wie es Elfe gefällt und nicht, wie man es selber gerne hätte. Nein, die Streams der letzten Tage online, dann würde ich mir die verpassten Streams noch nachträglich an. Ja, ich muss sie nur freischalten. Schön einzusehen. Ich muss sie nur freischalten, habe ich noch nicht gemacht. Ist nicht viel passiert. Also war auch einer schnell mal ins Leben. Ja. Aber könnt ihr denn diese Farben immer alle erkennen? Ich kann die einfach nicht erkennen. Ich lese die Farben gar nicht. Ich gucke nach den Buchstaben. Ja, aber die habe ich nicht so gesehen wie eben Briefklopfer. Das war der böse Blick, den ich jetzt bekommen habe. Vom Briefklopfer. Hallo, ich bin Briefklopfer. Tschak, 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 tschak. Und so abwegig ist das ja nicht. Der kann ja bei der Post arbeiten. Was ist denn was macht denn ein Briefklopfer bei der Post? Was weiß ich? Stempel. Na, da haben wir schon drei Kinder und das vierte ist unterwegs. Holy shit. Unser Altersversorgung. Er hat doch nur auf die aufgepasst. Das war außerdem ist das ein ehrenwerter Job. Ja. Ja. Ladies and Gentlemen, das dünnste Haus der Welt. What? Da, das Weiße. A cringe. Was ist das? Welches? Das dünnste Haus. Hier, kannst du es sehen? Ja, ich sehe es. Ob es das dünnste Haus der Welt ist, weiß ich nicht. Das habe ich nur so gesagt. Schmalste. Krass. Und kleinste. 20 nette. Quadratmeter. Tiny Häuschen. Niedlich. Cool. Wie schreibt das denn? Daneben ist der Puff Traumtorten. Ach nee, das ist eine Bäckerei. Aber da kannst du den Torten anfertigen lassen. Da stehen auch geile im Fenster. Also wenn ihr mal kurz aussteigen wollt, müsst ihr nur sagen, ne? Nein. Danke. Und da gibt es Traumtorten. Heimat von Traumtorten. Oh ja.
Was für Oschis, also ich muss mal werden. Eine Menge Sahnetorte zur Hochzeit. Wir haben ja auch noch eine Torte zu Hause. Schnapstorte. Und die ist jetzt auch noch richtig durchgezogen. Ich muss auch unsere Zukunft heile lassen, oder? Ja. Die hat schon das nächste Date. Ich suche seit Jahren paarungswillig und keiner will. Muss ich ändern. Zumindest üben, zu Übungszwecken. Ja, das ist nicht verkehrt. Man sollte sich auch voll gut. Kommt ja. Villa Hügel, können wir auch vorbei. Also, es dauert euch allzu lang, ne? Wir fühlen uns sehr gut unterhalten. Ja. Guck mal, da unten kann man Tretboote fahren. Die Boote treten kann man da unten. Tretenboote. Briefklopfer, Tretenboote. Nur Donners. Joschile hat gedingst. Dankeschön. Joschile, danke. 16. Monat. Wir können jetzt hier rechts zum Waldeser See fahren. Der liegt auf dem Weg. Ja, dann mach und zeig den Waldeser See. Danke. Tür zu, sonst wieder ab. Der Glück, ey. Aber gerade noch so Glück gehabt hätte. Wärst du jetzt dicht da hingefahren, hätte Elvin mit der Flöte dem die Hose runtergezogen. Das hätte den vielleicht gefreut, wenn die Datteln stecken geblieben wäre. Oh, Joschi hat sich beim Abonnieren vertan, weil der falsche Kanal sagt. Oder dass Elvin die Töne nicht mehr in die Flöte zurückbekommt. Und da bitte ich aber drum. Hier geht es zum Golfplatz, da war ich noch nie. Warum auch? Ja. Und dann könnt ihr euch aber von mir aus in Landschaftspark 19, 20 Minuten. Wir sind halt jetzt genau am anderen Ende von Essen, ne? Und da ist halt Duisburg. Deswegen ist es so weit. In Anführungsstrichen weit. Das ist von einem See und sofort in der Innenstadt. Und hast hier halt so einen Puff, da kann dir keiner auf die Eier gucken. Hast hier deine Ruhe? Ja. Aber man muss auch daran denken, dass man älter wird und dann kann dir zwar keiner auf die Eier gucken, aber es kommt auch keiner dahin, um dir zu helfen. Aber im Alter hängen diese entsprechenden Teile auch so tief, dass keiner mehr über den Brust kann. Schleppboden. Zum Beispiel. Okay, wir sind doch nicht an der Stelle. Low hanging fruits. Ja. Wir sind doch nicht an der Stelle, wo ich dachte, aber das ist der Ball. Dann halten wir uns noch einmal das ist der. Da hoch geht's zu Villa Hügel. Wir können auch eben zu. Da oben ist der Messer. Villa Hügel dürfen wir auf jeden Fall den Eumel. Kann den man Film jetzt so Eumel schlecht nicht. Erkennen. Hallo, Papa Jens, grüß uns hier. Hallo, Papa Jens, also ein Kölner. Der Briefklopfer. Ja, mein. Also für die Leute zu Hause, die noch nicht mit ihr und mit uns hier so unterwegs sind. Das hier ist Essen. Ne? Wir machen keinen Ausflug oder in irgendein Mittelgebirge. Dich kann man auch für Werbezwecke null engagieren. Wir sind das rheinische Kaldier. Wir sind das Mittelgebirge. Aber wir sind immer noch in Essen. Ruhrpöttliche Mittelgebirge. Ich bin ja aber auch keine Ruhrpöttlerin. Ich auch nicht. Keine. Ich bin erst eine Potsau seit 2 Jahren. Ja, bist du noch gar nicht hier? Nein, 2 Jahre und ein paar Monate. Ach, und 2 Monate. Ich glaube, das habe ich dich nie gefragt. Jetzt schon. 90 Jahre Baldeneysee, See- und Lichterfest.
Wann? 19.8. Ach, das ist nächsten Monat, da bin ich, glaube ich, da. Weil du so oft unterwegs bist, oder was? Da bauen sie schon für auf, da stehen schon weiße Hüte. Genau, die bauen jetzt schon dafür auf. Weiße Hüte. So, also das hier erkennen, das wir beide mehr sehen. Jetzt steige ich auch zum Beispiel Seed und so. Die machen dann ja direkt diese Beach, diese ganzen Beach-Konzerte und so. Die ja machen die ja. Ja, das ist schon geil, so ein See. Ich meine sogar, das könnte hier sogar sein, dass das eins der, da steht es auch Events, ja, glaube ich. Ja, nee. Also ja, kann sein, dass sie das, genau, da ist der Beach, glaube ich. Ja. Also das ist das, da machen die halt meistens. Da kannst du es sehen. Schlendern die genau. Wenn davor du links guckst, dann siehst du den See. Ja. Das ist auch richtig Strand, ja? Mhm. Ja, ich würde da vorne ranfahren, um den Leuten das zu zeigen, aber die beiden Jungs stehen genau jetzt, genau da. Naja, ist auch egal. Also ihr seht da den Strand. Jetzt, ja, da. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Genau. Und da bauen die dann halt da hinten eine Bühne auf, ne? Und dann ist das halt hier. Ach, dann sind die weißen. Guck mal, da gehen die Regattamänner. Nein! Die Regattamänner. Ich dachte, die fliegen normalerweise ins Wasser, die Boote. Die Regattamänner rennen auch. Ne? Und rinnen. Ich glaube, das sind nur Rinnen übrigens. Das sind nur Rinnen? Ich dachte, Briefklopfer? Was sagst du? Briefklopfer, du bist jetzt Mode, Kief. Kief locker. Kief. Krocker. Kiefer locker. Kief Krocker. Heißt der Krocker? Ja, da ist noch ein K dazwischen. Bleiben wir bei Briefklopfer. Das können Inhalten in Briefen durchsucht. Ja, und das machen die doch heutzutage auch noch. Ja. Also, ich finde, das ist ein sehr akzeptabler Job. Aha. Entschuldigung, Kief. Krocker. Was sie wohl denken, wenn wir jetzt einfach. Wenn sie reich, kann ich sie ausnehmen. Da unten links kann man sehen. Das ist alles Strand halt. Ja, also das ist schon geil, wirklich. Ja. Und vor allen Dingen, als ich hergekommen bin, ich wusste von dem Ganzen gar nichts. Ich dachte, das ist eine der hässlichsten, ekelhaftesten Industriestädte der Welt. Ist es nicht. Und die kommen sogar mit Bussen angekarrt, um das sich anzuschauen. Gefragt, es gibt keinen Zug. Das ist alles Einbildung. Aber wenn dann so ein Gerstenkorn da am Auge wächst... Das hat ja nichts mit Zug zu tun. Nee. Ich habe Zug bekommen. Hast du geflüstert? Ich habe nicht geflüstert. Ich habe gesagt, manchmal einfach die Fresse halten, Andrea.
Joschi, Olli hat recht. Ich habe den gleichen gefragt. Ja, Joschi, die werden ja auch immer die gleichen falschen Personen befragt. Die gleichen falschen Personen? Mhm. Jetzt haben Sie hier zwei getroffen, die den gleichen Psychiater haben. Super. So ungefähr, ja. Hallo, Krüppfisch. Krüppfisch sagt dazu, es gibt nur den Enten zu Morsche zusammen. Hallo. Morsche. Morsche. Das kann ich überhaupt nicht lesen. Lugow Style sagt WWFO. Hallo. Herzlich willkommen zurück, Glück! Die erzählt einem auch immer Sachen, die man gar nicht wissen will, ne? Junge, Junge. Du musst mal die Männerstimme einstellen, das ändert sich dann schon. Das habe ich schon mal versucht, aber es ging irgendwie bei mir nicht. Dann sagen sie nur noch die Hälfte, dann ist es auch wieder nicht weg. Bei der Männerstimme gibt es nur noch die absolut wichtigen Informationen. Rechts, links, stop, Bier. Ja, mehr brauchen wir, ist doch super. Total entspannt. Und da? Also, falls du es möchtest, aber du musst es natürlich nicht, könntest du nach rechts fahren, ne? Aber nur, wenn du dich dabei auch gut fühlst. Sag mal, wie geht es eigentlich deinem Darmtrakt? Du hattest alles, was will, ne? Was machen die Divertikel? Fühlen die sich noch wohl an der Stelle? Häng mich bitte ein bisschen mehr zentraler. Ich glaube, ich bekomme Zug. Zug gibt's nicht, hat ein Arzt Olli gesagt. Hast du was gelernt, ne? Natürlich. Ich dachte, wir sind auf Bildungsfahrt. Mhm. Also mal ganz ehrlich, es wäre mir entschieden zu viel Straßenverkehr. Ich würde nicht einen Meter hier fahren wollen. Warum? Total entspannt. Warum? Ja, aber du musst ja gar nicht fahren, du sitzt da einfach drin. Nee, aber Andrea meint, dass ich selber fahren würde. Die ist echt. Mhm. Aber die, das geil ist ja, dass du eigentlich gut aufgefahren bist. Und die hat halt immer noch die Fahrt. Also, das hier ist das entspannteste Autofahren. Fahr mal nach Münster. Ja. Da habe ich meinen Führerschein gemacht, in der Fahrradstadt. Muss ich mehr erwähnen? Holy shit. Deine Prüfung zu bestehen, ist wahrscheinlich wirklich die Glückssache am Ende, wenn du da zur Zeit eine Prüfung machst, wenn dir großen Feierabendverkehr oder Schulverkehr los ist. So ungefähr. Ist Münster nicht die Stadt mit dem Aufzug in der Mitte in der Stadt? Oder verwechsel ich das gerade? Ist das überhaupt die Stadt? Ja. Dann ist das die mit dem Aufzug, wo es von der Unterstadt zur Oberstadt einen Aufzug gibt. Was? Was, wo? Münster? Nein. Münster hat keine Ober- und Unterstadt. Jeff, wir wohnen in der Region Dresden, sind aber auch ursprünglich Hesse und Niedersachsen. Bin ich schlicht früher, aber wohnt ihr denn für mich? Achso. Das ist Jeffs Termin, das da oben kann ich überhaupt nicht lesen. Ja, ach, Luke ist das. Also, aber wenn du jetzt mal davon absiehst, der Straßenverkehr hier ist total easy. Gut, du hast in Münster zum Beispiel keine Straßenbahn. Wenn du in eine Stadt kommst, wo eine Straßenbahn ist, aber da gibt es ja auch nicht viel falsch zu machen. Also ich war in 7 von 8 Städten sind schlimmer als Essen. Echt. Okay, und da ist so viel weniger los. Wo? Wird Frau Hoschen gefragt. Bei uns im Umland ja. Also in so einen Verkehr komme ich nicht rein. Ich fahre auch bei uns nicht direkt in die Stadt rein. Ja, wir sind ja bei uns, wohnen ja auch nicht direkt in Dresden. Nee, wir wohnen außerhalb. Du hast ja nur noch. Aber du musst doch dann, als du deinen Führerschein gemacht hast, in die Stadt fahren, oder? Den habe ich in Baden-Baden gemacht, das war entspannt. In Baden-Baden glaube ich das auch. Aber da kann man mal sehen, was das für ein Unterschied ist, ne? In Baden-Baden hast du auch nicht viel Verkehr. Die also sitzen alle da im Spielcasino. Nur, von morgens bis abends. Die einen gehen arbeiten, die anderen sitzen im Casino und die anderen gehen zur Schule. Mehr gibt's da nicht. Da gibt's auch keine Altersheime.
Die sitzen und alle was es da für Altersheime gibt, da wohnen nämlich nur Alte. Das sind alles Casinos. Ja. Und waren früher alles Streamer, Slot-Streamer. Das kannte man früher nicht. Die haben früher vielleicht eher Monopoly oder sowas gespielt, aber nicht so Drehdinger. Ich fahre aber rot. Ja, aber was ist er denn? Er für ist, einer? Achtung, es kommt einer, fahr einfach weiter. Ziemlich inkognito ist er. In so einem schwarzen Auto mit dem Licht drauf. Was ist das? Was macht der? Roschen, du weißt das doch bestimmt. Ja, und jetzt hier wieder Einheit wahrscheinlich. Hinterher! Bringt er einen wichtigen Mann irgendwo hin? Der oder Pizza, Frau? Pizza geholt. Oder was dazwischen? Bei den 12 Aposteln. Ja. Im Mittagsangebot. Ja, er muss auch mit Blaulicht fahren, dann wird ja kalt. Ich glaube, das ist wirklich so. In Baden-Baden, es sind überwiegend ältere Menschen oder halt eben Touristen. Jeffster. Nee, auf Frankreich wieder. Ich sage dir, in Altersheim von Baden-Baden. Da hätten wir mal hinterher. Hat das denn geschrieben, Kripo? Mr. Pizza. Ah, nein, die soll dir doch einen neuen Namen geben. Ich erkläre jetzt, warum du von dir selber sagst, dass du eine unentspannte Beifahrerin bist. Ich kann manches schon lesen. Dann sind die auch Pixeltag. Dachte ich aber nicht Mr. Pixeltag. Aber es war ja rot und es war ja Mr. Pixelattack. Ja, hab ich doch gesagt. Pixeltag hat sie gesagt. Bist du Schiefklopfer, du bist nicht alleine. Nee. Wer kennt es? Furchtbare Beifahrer, die auch noch hinten links sitzen. Sind das dann eigentlich furchtbare Mitfahrer? Es tut mir leid. Warum sind wir nicht hinter denen hergefahren, um zu gucken, warum? Du meinst, was unsere Steuergelder so machen? Ja. Mal höflich nachfragen, was machen Sie eigentlich mit unserem Steuercheck? Da haben die bestimmt voll Bock drauf. Vor allen Dingen glaube ich, wenn so ein Kripo-Bulle unterwegs ist, dann will der bestimmt nicht von uns gestört werden. Tiefrocker schreibt schon, willkommen im Club. Noch ein bisschen auf guck doch auf dein Handy! Guck doch nach vorne! Der muss gucken, ob da eine Ampel ist. Ah, herrlich. Ja, Alter, ja. Guck doch nach vorne! Vorne! Natürlich. Ey, hat das an die Kackfresse vielleicht in der Hand und guckt drauf und sagt, man ist doch rot. Ja, gut, geil, oder? So was feier ich ja. Das Geile ist, wäre das damals andersrum gewesen, hätte ich auch gesagt, was will der? So, Feierabend. Danke, schön. Abend. Wer ist das denn? Das ist Hörnchen wieder. Willkommen zurück, ach, das Hörnchen. Kann ich überhaupt nicht lesen. Willkommen. Mr. Pixeltag. Pixelattack. Kiefkrocker lacht. Ja, war gelb, hab ich gesehen. Ist der da schon? So schnell ist der? Ja. Nee, das ist ein anderer. Ja, genau. Der hat uns überholt. Aber der ist auch so. Der war auch grün. New No Festival ist. Nein. Was ist das? Keine Ahnung. Neues Now Festival. Jetzt. Now. Also jetzt. Kommt drauf an, wie es geschrieben wird. Neues Jetzt Festival. Aber Füllbier. Piet, guck mal, der heißt Füllbier. Geil, oder?
das Rathaus gibt es gar nicht mehr durchgestrichen. Nein, den Weg zum Rathaus gibt es nicht mehr. Hier wurde letztens eine Bombe gefunden. Und die mussten alle raus. Das macht ja auch Sinn, oder? Stell dir vor, die geht hoch. Und die haben die halt alle drin gelassen. Und der steigt einfach aus? Ja, also hallo? Tschüss, ne? Mach gut, ne? Wow. Halli, die. Holli, du. Und dann auch möglichst cool wirken beim Gehen, ist auch mal ganz wichtig. Jawohl. Zeigen, wie durchtrainierte Beine man hat. Genau, erstmal Kippe jetzt. Nee, Handy. Ist das ein Krankenhaus hier oder was der hier gesagt hat? Wie die gesagt haben? Nee. Das da war das Sozialamt. Ah, okay. Da haben die bekannten Bauchweh, haben sie es einfach mal gesprengt. Verständlich. Da ist er wieder her. Ist, ne? Das stimmt. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ist ja Baustelle an Baustelle. Es ist ja auch Ferienzeit. In der Ferienzeit ist immer Baustelle, aber es wird nie dran gearbeitet. Ich stelle am Baustellenschild hin und das war's. Also ist ja schon cool, in den Ferien sowas zu machen. Ne? Hier oder und um mehr. Ne? Erst langsam fahren und dann so tun, als ob und war rot drüber. Ach so. Da hinten geht die Welt unter. Könnt ihr das sehen eigentlich zu Hause? Wir stehen in der Guck mal, der wird da angehalten. Der Mopedfahrer, also der Mopedpolizist hält das Auto an. Entschuldigung, haben Sie gesehen, dass es rot war? Naja, der direkt da auf der Seite. Ist das passiert? So, jetzt erstmal ganz langsam den Helm abnehmen. Ist ja auch warm. Schönen guten Tag. Schmidt mein Name. Polizei Essen. Einmal bitte Fahrzeugschein und Ihren Führerschein bitte. Haben Sie irgendwelche Dinge mit, die Sie nicht mitführen dürfen? Und warum fährt man in die Fahrzeuge? Aber der hat ein ganz schön enges Höschen an. Oder Sie? Rot, was kriegt man für über Rotfahren? Das kann schon teuer werden. Mittlerweile weiß ich, das ist ja alles angezogen, da kannst du ja Lappen wechseln. Ja, ich glaube, ist er auch sogar. 2 Punkte und 1 Monat oder so. Ja. Das sind bestimmt 300-400 Euro Strafe. Meinst du? Ja. Richtig! Mr. Pixel-Attacks hat 2 Punkte und Kohle. Und ja, Single. Schreibt Single. Das andere kann ich wieder nicht lesen. Kaufkrocker, nee, Kieferkrocker. Der Briefklopfer! Der Briefklopfer! Du hast ihm schon einen neuen. Wie hast du ihn jetzt genannt? Kaufrocker? Es ist nur alle 60 Tage eine Umbenennung bei Twitch erlaubt. Auch für dich, Elbe. Also, lieber Briefklopfer, Kaufrocker. Kannst du jetzt aussuchen. Kaufrocker ist er ja eigentlich. Hallo Selina, wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Da gibt es schon die Umbenennung aller Elfe. Und dann, wer ist das denn jetzt? Der Kaufrocker. Der Kaufrocker war es. Also ich glaube, der sitzt zu Hause. Es ist heute nicht dein Tag bei der Elfen-Namensgebung. Manche kommen zweimal in die Lotterie. Ich glaube, der sitzt zu Hause und muss heute schon das zweite Mal vor Lachen die Hose wechseln. Das kann passieren.
Und Mr. Pixel Attack sagt zu ihm nur, hihi, du Ärmster. Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. Du Namenloser. Kacke, wo ist der Passierschein A38? Welchen Namen denn du? Elfe, was treibt ihr, wo geht? Der arme Briefklopfer. Briefklopfer eigentlich, weil das zuerst war. Eigentlich. Ja, das ist die endgültige Parkposition. Vielen Dank, ich kann jetzt eh nicht aussteigen. Warum? Oh, das ist der Vorteil, wenn du eine alte hast. Nachteil. Ständiges. Oh, Elke, sei doch nicht böse mit mir. Kannst du deine Rotzfahne mitnehmen? Die. Machst du halt auch nichts. Die liegen hier hinten unten. Ich kann mich leider. Zeig dir die raus, ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Beide eingeschlafen. Beide einschlafen finde ich, vor allen Dingen beide finde ich geil übrigens. So mit Kribbeln und so? Ja, Schwarzlicht-Minigolf können wir auch spielen gehen. Ich treffe noch nicht mal bei normalem Licht. Wenn der Plan jetzt ist, dass wir noch rumlaufen, dann sollte Elfe die Schirme aber noch einen Moment im Auto lassen. Boah, und vor allen Dingen könnte Elfe auch die Tür zumachen, dann einfach. Du hast doch die Schirme da gerade rausgeholt, oder? Ja, aber das ist jetzt die Frage. Wenn wir laufen, dann wollen wir sie ja nicht mit rumtragen. Ich brauche die Schirme nicht. Aber wenn es regnet und man nimmt die Schirme mit... Mir ist das doch egal, was ihr mit euren Schirmen macht. Den willst du jetzt 4 Schirme mitnehmen, oder was? Ja, die brauche ich doch. Wofür? Lass doch die Schirme hier im Auto. Nein, dann tu sie doch in deinen Rucksack. Ja, ne? Hoschen ist jetzt so ganz so ein In-Typ geworden mit so einem Bauchweg-Täschchen. Trag mein Merch. Das ist das Allergeilste. Schmeiß jetzt die 4 Regenschirme weg. Ich hol's nachher wieder raus. Ja, genau. Ich hinterleg die da. Schließ vor. Wo geht's hin? Die Antwort ist ja. Mama wollte den Hoschens den Kennedyplatz zeigen. Ja. Frau Hoschen, was macht die Felge? Geht noch? Ja. Geht noch. Da hat jemand versucht. Zu klauen. Jetzt dreh ich mal um. Ja, fühle ich. Stell dir vor, er würde sich sein Gesicht auf den Rücken tätowieren lassen. Das wäre schlimmer, wenn ich mir mein Gesicht auf den Rücken tätowieren lassen würde, weil wir sind ein seriöser Ich könnte Filiale von Orion haben. Das ist ein Fickladen, Leute. Da gibt es Fick-Sachen, im wahrsten Sinne. Das soll man nicht anders, kann man nicht anders sagen, ne? Das ist ein Nagelstudio und das ist ein Fickladen. Nagelstudio, also Shop, Fickladen. Dann soll ich vielleicht 1-2 Schirme abnehmen. Doch, das geht eigentlich. Okay. Das ist wie so. Okay. Es wird nur sein, dass wenn wir durch die Passage gehen, dass die Leute die ansprechen und ihr Geld bieten für die Schirme.
Ihr müsst nicht stehen bleiben, wenn ich stehen bleibe. Ich wollte nur. Oh, in so einem scharfen, sexy, schwarzen Dress da oben, das sehe ich mich auch. Also, sieht zwar furchtbar aus, aber ich sehe mich auch drin. Aber so Beine habt ihr ja schon. Da muss ja noch eine Goldkette drin sein. Ich meine da oben nicht. Ja, ja, ich weiß schon, aber muss doch eine Goldkette drin. Geil. Was ist das denn? 400 Meter mal kurz abgebogen sind wir dann am Geldautomaten. Oh ja, hier. Da vorne rechts oder links? Da vorne links und dann auf der linken Seite eigentlich. Ja. Hoschen in ganzer Bracht. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie die in den Folgen ist. Ich bin so verwundert, weil die mich noch nie stehend gesehen haben. Ja, ja, hab ich ja auch nicht. Ne? Aber ich stehe mal hier doch nur im Sitzen. Ist das ein laufendes Kondom? Das sind Punks, die sind tiefenentspannt. Was ist denn heute los? Also, Ma, du musst einen riesen Unterschied machen zwischen Bettlern und den Punks, Jungs. Ach so, okay. Ist das hier so voll? Weiß ich auch nicht. Läuft, das gibt's gar nicht mehr. Ist aber Piano nicht auch pleite? Eigentlich ja, ja. Was ist eigentlich hier mit dem Extrablatt? Auf das Extra. Hier ist da. Mit der Riesenpizza. Das ist das, ne? Ja. Weißt du, warum hier so viel los ist? Wegen Ferien. Ja. Hier sind noch nie so viele jugendliche Leute rumgerannt. So, da hinten links ist... Also meine Mutter hebt auch da Geld ab bei der Bank, wo du auch Geld abhebst. Eigentlich müsstest du doch wissen, nein, wo... Nein, ich weiß nicht, ob... ihr bei Spardas abheben könnt. Volksbank. Das ist aber nicht Volksbank. Sparda Bank ist was anderes. Das müsste Volksbank sein. 3 Minuten von hier. Okay. Über den Kennedyplatz geradeaus drüber, da macht so einen halben Schlenker und dann ist eine da. Das ist der Kennedyplatz. Ja, hier ist der. Da, wo ihr auch immer unterwegs seid, wenn hier so diese Ausstellung Weihnachtsmarkt und der ganze Kram jetzt auch mal. Hier ist der Bank. Du siehst quasi den Weihnachtsmarkt. Richtig. Müssen wir jetzt echt den Berg hochlaufen wegen Volksbank? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Jetzt. Da hoch müssen wir. Und da hinten hin ist die Volksbank. Wenn sie. Ich dachte da vorne. Naja, gut. Sollte nicht so viel denken. Wie viele Schritte haben wir, Alter? 5000. Nee, warte, 6114. Oh, sag gerade, guck mal. Ich habe mein 6000er Tagesziel erreicht, geschafft, weiter so. So motiviert dich eine Uhr. Ah. Wahnsinn. Du musst pokern, Junge. John Wick, dann gib mir Geld. Gib mir genug Geld zum Leben, dass ich meine Rechnung bezahlen kann und dass ich mir Buy-ins leisten kann. Dann mache ich das auch. Ich habe ein spannendes Treffen, wenn ich aus Paris wiederkomme, mit ein, zwei Leuten. Da könnten sich vielleicht ein, zwei Sachen ergeben. Warten wir mal. Aber vielleicht fallen dann dafür auch ein, zwei andere Sachen weg. Das wäre auch sehr schade eigentlich, aber das kann man dann nicht ändern. Wieso denke ich viel? Hä? Hallo? Hebt die jetzt gleich 20 Euro ab und dafür sind wir dann da hingelatscht, oder? Nee, die hebt schon mehr in der Werkstatt. Ah, okay, gut. Andrea ist ja so ein Sicherheitsmensch. Ne? Die sagt dann, ich brauche mal ein bisschen Bargeld. Man weiß ja nicht, ob man uns... Ja, super Idee. Wegen was? Wegen Regen? Ich brauche kein Schirm. Brauchst du ein Schirm? Aber ich habe keinen Bock mitzugehen. Jetzt shifts. Ja, deswegen stehen wir ja hier drunter.
Wieso ist das so dunkel da? Nicht, dass wir hier gleich noch servieren müssen. Wir stehen im Servierwagen. Bei der Taco kann sie doch mal nicht kostenfrei abhalten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich rede auch nicht zwischen. Die sollen machen, was sie will mit ihrer Scheißbahn da. Ich krieg jetzt erstmal einen nassen Arsch. Ja, John Wick. Dann, ne? Finde doch mal heraus, wie wir das für uns beide hinkriegen. Wie gesagt, wenn ich aus Paris wieder komme, habe ich ein Treffen mit ein, zwei Leuten und dann müssen wir mal schauen, was sich da ergibt. Jetzt muss ich alles aktualisieren. WhatsApp aktualisieren. Ja. Ich muss alles aktualisieren jetzt. Sogar auf dem Handy. Ach. Ja, wie gesagt, ich werde in Paris, wenn ich frei habe, probieren, die schon irgendwie an den Mann zu bringen. Du hast doch Zeit jetzt, Olli. Besser heute als morgen in Paris. Ich aktualisiere auch. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich könnte mal so los. Und es ist Scheißwetter und es ist Donnerstagnachmittag. Und dafür, dass alle extra Blätter geschlossen sind, ist da alles voll. Und das für Regen. Ach süß, die beiden 16-Jährigen, 17-Jährigen, die sich vielleicht mal einen Kaffee gönnen, Taschengeld. Dafür haben die doch regelmäßig Sex. Und wahrscheinlich auch richtig gut. Zwar nicht so lange, aber richtig gut. Die Dauer spielt ja am Ende keine Rolle mehr. Ich hoffe, wir sehen uns in Schenefeld, dann schauen wir mal. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das besprechen wir, glaube ich, alles jetzt in Paris. Wieso glaubt man eigentlich, dass Badelatschen mit Puscheln obendrauf irgendwie sexy sein können? Wer hat den Eindruck irgendwelchen Frauen in den Kopf gesetzt, dass wenn man Adiletten trägt und obendrauf so irgendwelche Puschel klebt, dass das sexy ist? Wer hat, und wieso glauben das Frauen? Also mir fällt da immer nur zu ein Geschmack mal ein. Ja, aber ehrlich. Ich finde das sowieso komisch. Es gibt auch schon ein paar Leute, die beim Badelatschen und dann jetzt hier, ich weiß nicht. Und also genau wie bei Männern, Badelatschen und weiße Socken. Ja. Ist auch total cool. Da kommt dann immer, ist gemütlich. Nee, die Socken sind dann immer arschteure Socken, die hochgezogen sind bis zum Knie, damit man das ja sieht. Das soll schon irgendwie cool sein oder so, ne? Vielleicht sind sie bequem? Nein. Das hat doch damit nichts zu tun. Dann können sie sich doch normale Schüchchen kaufen hier, einfach normale Schlappen. Aber es sind doch Schlappen mit Pümmelchen vorne dran und so. Hä? Ich würde mir zum Beispiel Badelatschen nie anziehen. Ich brauche schon so Flipflops. Also das ist mir schon. Ne? Also ich bin mehr so ein Gummistiefelmensch. Im Sommer oder was? Soll auch jeder tragen, was er mag? Nein. Kojak. Ist nicht. Ich sag doch auch nicht, dass sie das nicht machen sollen. Ich finde trotzdem, dass ich darf doch genauso. Wieso darf man nicht mehr sagen, dass was scheiße aussieht? Ich weiß es nicht.
Entschuldige bitte, Kojak. Ich werde nie wieder sagen, ob ich etwas schön oder nicht schön finde. Die Schweizer wieder, verstehst du? Ist Kojak Schweizer? Ja. Ist die Schweiz nicht eigentlich dafür bekannt für ihre Neutralität? Du wirst gleich gecancelt vom Chat. Bin ich schon. Hier findest du nur Leute, die überall schon gecancelt sind. Babe Doc, ich mag dich eigentlich, sag nicht sowas. Hallo. Das heißt übrigens an der frischen Luft. Was hat er gesagt? In der frischen Luft. Ich glaube, der ist auch Österreicher. Heißt das in Österreich in der frischen Luft? Oder Babe Doc, warst du Österreicher? Oh, jetzt muss ich. Von wo kommt der Wind? Ich rieche alles weg. Ich bin der süße Österreicher. Da haben wir noch nie was Gutes. Aber Essen ist schön. Ja. Da ist das gehört da hinten zu der Kneipe da, ne? Zu der Gaststätte, du hast Strand. Zum Sausalito. Ja, das haben sie, oder bauen sie, glaube ich, immer noch neu. Ja, das hast du letztes Mal erzählt, wo du da gestreamt hast, hast du das schon erzählt. In dieser Frage. Ja, genau. Aber ich finde, die machen viel zu wenig draus. Ja, sie machen trotzdem zu wenig draus. Ich zum Beispiel, ich könnte mich niemals in so ein Ding legen, weil ich das total ungemütlich finde. Und egal, wie groß oder klein oder dick oder dünn ich bin. Ne? Ich bin sowieso vorsichtig mit solchen gebrechlichen Sachen. Ich finde es auch kacke, meine Meinung leben und leben lassen. Ja, Mann, es liegt Liebe in der Luft. Geil, oder? Wieso darf ich denn nicht sagen, dass ich was kacke finde? Du musst doch sagen, dass ich das kacke finde. Schon andere Streamer haben in den Stream gemacht. Du musst doch mal in meinem Stream meine Meinung sagen dürfen, oder? Richtig so. Das macht ja auch zum Beispiel einen Menschen nicht zu einem schlechten Menschen, ja? Aber zu einem Menschen mit schlechtem Geschmack, aus meiner Sicht halt. Erledigt, danke schön fürs Fahren. Fürs Fahren? Warte, habe ich gesagt, es ist erledigt. Ah, schön. Jetzt? Können wir ja die Straße dann noch mal so ein Stückchen hochgehen zu dir und dann können wir ja da vielleicht noch einen Kaffee trinken oder Kuchen essen oder so. Wo denn? Bei dir. Ach so, ja klar. Oder sowas. Oder was möchtet ihr? Ja? Ja? Guck mal hier. Ein Funkel Glück von Hans im Glück. Bei dir ist Rewe. Ist das Hans im Glück? Das ist Hans im Glück, ja. Das ist doch der Burgerladen. Ja. Das ist schon so viel. Schlechtes? Bei dir ist Gutes. Gutes. Bei nee. Also ich würde da. Ich liebe das. Das war bei den besten Bewertungen. Also ich meine, es ist wahrscheinlich auch wieder 4 Jahre gefunden. Wir haben zweimal da gegessen, oder? Einmal war es Peter Pan. Ah, genau. Das war eine Katastrophe. An dem roten. Und der sind echt. Zwei Burger, 80 Euro, kalt, labbrig, langweilig. Hab ich wohl gut mit teuer verwechselt? Wahrscheinlich. Ich habe immer von gehört, ich weiß nicht, der Holle, der Streamer, der hat doch öfter so Burger-Tests gemacht. Also ich kann das nur für da sagen, wo wir waren. Ja. Das war einmal in Berlin in Spandau. Ja. Und auch in Potsdam, wie wir waren. Also von denen kann ich mir sagen. Das kann ja möglich sein. Das meinte ich, ne? Das dass es woanders besser ist. Wir haben die Handschuhe an beim Burger machen, dann schmecken der Burger auch nicht mehr so salzig. Ah, es kommt wieder karibisch Essen auf die Kennedy-Plaza von die 20. bis 23. Mama. Waren wir letztes Mal auch hier, habe gesoffen. Ja, bisschen. Noch, ich komme, glaube ich, erst am 24. Bitte was? 80 Euro für zwei Burger? Och, Erik, die Leute nehmen aber auch immer, hätte ich gesagt, für zwei Burger 800 Euro, hätte er wahrscheinlich gesagt, was? Ja, das passt, so billig. Hätte er geschrieben. Wäre gekommen, das ist ein Preis, der ist okay. Aber es waren wahrscheinlich für zwei Burger, ohne zu übertreiben, ich glaub, 48 Euro. Mit zwei Getränken oder so.
Ja, das waren. Also es war auf jeden Fall sauteuer und sau unlecker. Kann ich genauso wie im Limbecker Platz sind die Five Guys. Boys, ja. Verstehe ich auch nicht, was man daran lecker findet. Bis auf den Milchshake. Ja, das war auch. Die Pommes waren nichts. Und die Burger waren auch trocken wie ein Furz. War nichts. Also war Käse. Können wir doch da hochziehen mal. Ja, und hat auch sogar schon viele Preise gewonnen, aber ich weiß nicht warum. Labrige Kacke einfach. Aber ich sag ja, wir können Pech gehabt haben, dass wir ausgerechnet da eben an Filialen geraten sind, die eben einen falschen Bräter hatten. Einen falschen. Einen missgünstigen Bräter. Den Missbräter. Den Missbräter. Olli, heutzutage habe ich das glaube mit 80 Euro. Wahrscheinlich hast du sogar recht. Wahrscheinlich kostet ein großer Burger mit Fritten 25 Euro mittlerweile. Große Cola 5, 2 Cola plus Trinkgeld, passt. 2 Leute. Kaffee dazu, das war's. 80 Euro. Eklig, ne? Wie soll man heute noch irgendwie. Wie soll man heutzutage keine Geldprobleme haben eigentlich? Da muss man Tonnen geerbt haben oder. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Oder EPT gewonnen. Das langt wahrscheinlich nicht. Wie groß war der letzte Gewinn? EPT? Ich weiß es gar nicht mehr. Da muss schon das Main Event gewinnen. Kojak, morgen auf der Fahrt muss Main Event gucken nachgeholt werden. Ne? So, ich bin glaube ich immer noch bei letztes Viertel, Tag 5. Das auch. Es macht hier einen Dönerladen auf mitten in der Stadt und der Döner kostet, glaube ich, 9 Euro. Die spinnen. Wenn wir hier durchgehen, mein Lieblingsdöner kostet immer noch 3,50. Ach, der ist das. Da hofft man sich aufgrund der Nähe wahrscheinlich irgendwie, dass das läuft. In der Innenstadt halt. Viel zu teuer. Wo willst du denn hin? Einmal runter, damit wir wieder hochlaufen können? Hast du Bock oder was? Nee, können wir gerne machen. Ich denke immer nur, dass es für dich anstrengend ist. Für mich geht das schon noch. Du musst auch noch die Treppe hoch bei mir, ne? Ja. Mir ist egal. Wir gehen halt da komplett runter und dann müssen wir komplett wieder hoch, ne? Mir ist egal. Okay, bin ich der Einzige, der keinen Bock hat oder was? Traut ihr euch das nicht zu sagen? Oder? Ja, wir müssen uns ja nach euch irgendwo richten. Wir können doch nicht, wenn ihr in jeder Kreuzung sagt, dass wir nicht wissen, wo lang, dann was soll ich sagen? Mama will halt da runter, aber ich weiß nicht warum. Also das ist eine Einkaufsstraße. Wollt ihr noch was einkaufen? Ich geb's zu, ich habe keinen Bock. Da jetzt wieder für nichts runter zu rennen und dann wieder. Und dann wieder da hoch zu rennen. Wenn ihr das kennst machen wollt. Das, ich dachte, ich bin schon in deiner WhatsApp-Gruppe, Kojak. Da gibt es uns keine Tipps. Sollen wir uns zwar vorstellen, dass sie es nicht sieht, oder was? Ich hab schon, ich muss mit Fetischshop. Ich gehe in den Bastel rein und bastel mal einen schönen Ansauger. Oh! Mit Kompressor. Stuhl ansaugen, was schön. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Man hat ja schon mal gesehen, so ein paar Toys und sich überlegt. Oder hast du dir auch schon überlegt, dass man sich gefragt hat, eigentlich, das soll Spaß machen? Ja, natürlich. Ich war da schon zigmal drin und da hängen oben Masken. Und ich rede nicht mal von einer Gasmaske oder sowas. Ja. Ich habe die auch fotografiert, ich habe die auch damals im Stream gezeigt und so. Das sind nicht mal eine Gummischweinmaske oder so. Das wäre auch noch handzahm. Du hast so eine. Da hängen Masken. Da denkst du dir,
das kann man doch nicht ernsthaft geil finden, wenn man jemanden vögelt, der so eine Maske trägt. Aber doch gibt es genug Leute. Das zwar. Aber durch, weil sie den auch nicht kennen, Teddy laufen. Ein 1-Euro-Laden. Ja. Teddy ist wie Dings hier bei uns der Pfennigfuchser, oder? Ja, ja. Also ich sag mal Ramsch. Da bist du aber auch oft genug drin. Hier drin war übrigens eine so geile alte Disse. Und jetzt haben sie den, immerhin haben das Ding renoviert, haben so ein blödes Wettbüro und das ist auch pleite. Geil, oder? Junge, 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 Junge. Schade eigentlich. Ich bin in der falschen WhatsApp-Gruppe. Mist. Scheißen Dreck, Alter. Muss ich in die richtige Kutsche? Bewirb dich jetzt. 15.000 Warenverräumer. Es gibt den Job Warenverräumer. Geil. Der LKW kippt ab und du musst sortieren, ne? Mögt ihr da durchgehen oder eher lieber nicht? Nein. Ich eher lieber nicht. Ich bin nicht so der Bummler-Elfe, tut mir leid. Nee, das ist schon in Ordnung. Ist schon gut, ich verstehe das. Ich gehe aber ganz schnell hier an dem Regal da vorbei. Ja, wegen den Kugelschreibern, aber ich bin da dann resistent, weil um zu bezahlen muss ich da reingehen und das will ich nicht. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Hier draußen, das kann man so mitnehmen. Was denn? Vielleicht haben sie noch ein paar Schirme. Genau, die dürfen wir im Mülleimer nicht vergessen. Wettbüros können doch pleite gehen. Dachte, das wäre eine Lizenz zum Sandwich. Erstens, ich feiere jedes Mal deinen Namen, wenn ich ihn sehe. Das ist so mit eine der geilsten Ideen ever. Und zweitens, hier ist halt, du hast hier quasi. Ohne Witz, die Straße, die meine Mama gerade lang gehen wollte, ist eine der Haupteinkaufsstraßen und geht direkt runter auf den Limbecker Platz. Ne? Und hier hast du eine Nebenstraße, wo halt ein, zwei Leute wohnen, so wie ich, und halt ein paar Leute parken können. Da gehen die Leute nicht hin, um zu wetten. Ne? Und ich denke mal, dass du musst dir vorstellen, das war eine Diskothek. Und die mussten ja die ganze Diskothek mieten, um da unten einen Raum zu einem Wettbüro zu machen. Ne? Und ich denke einfach, dass das zu teuer ist. Ne? Also was weiß ich, wenn du da im Monat 10.000 Euro für bezahlst, ich glaube nicht, dass du eine Marge von 10.000 Euro machst hier an so einem Wettbüro. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum die daraus ein Wettbüro gemacht haben. Die hätten daraus einfach eine Disco machen sollen oder einen Puff. Nicht, dass ich davon was gehabt hätte. Mamas Sport. Aber wir müssen uns da trotzdem was einfallen lassen. Irgendwie. Haus kaufen, Fahrstuhl einbauen. Oder Flaschenzug, ja. So. So, warte. Hallo. Hallo. Wieso? Ich bin so schnell. Wieso schnell war ich noch nicht?
Olli war schneller. Ja, gut. Ja, aber ich meine. Aber guck mal, ich. Nervig. Jetzt ist das Mikrofon weg, ne? Du weißt nicht warum. Das ist so geil. Achso, ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht schnell bin. Das ist so herrlich. Und ich komme einfach nicht mehr in eine Show. Das ist doch eine Schlange. Ach. Nicht so eine Schlange. Nein, das ist doch gar nichts. Meinst du nicht? Ach Mensch. Also ich habe ja den ungefähren Vergleich mit meiner Magen auch. Und die konnte das nicht mehr. Na? Ja, aber davor auch schon. Ach so. Na, und die war aber vor. Bevor die krank wurde, hat die aber immer noch ganz agil. Die ist Rad gefahren mit ihrer Familie drin immer, ne? Die sind 20, 30 Kilometer Rad gefahren. Ja, guck. Aber ja, klar, die Krankheit schon, aber ich weiß nicht, man muss doch auch sich nicht mehr quälen. Nein. Ja, das ist ja so, sag ich jetzt so, immer, ne? 3 Sekunden sind wir wieder da. Ist einfach so.